So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir reden wieder über den Krieg in der Ukraine und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Marie-Louise. Marie-Louise Beck. Was machst du, marie Luise? Ich arbeite inzwischen äh, in einer Denkwerkstatt, <laughs> wo man nachdenkt. Das hatten wir jedenfalls vor und ähm, jetzt denken wir weniger nach, sondern sind eher aktiv, mhm. ähm, weil wir viel mit der Ukraine und mit Russland zu tun haben. Viele ukrainische Mitarbeiter, russische Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, muss ich sagen. Und eigentlich ist der Krieg bei uns von morgens bis nachts das Thema. Aber ihr habt die Denkwerkstatt jetzt nicht wegen dem Krieg gegründet? Nein, wir haben die gegründet. Ähm, Wie heißt die überhaupt? Die heißt Zentrum Liberale Moderne, ziemlich kompliziert. Mhm. Ähm, aber nicht so schwer zu erklären. Also, ich war. Vorher über 30 Jahre Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und mein Mann, der war Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung, also auch grün, alles, grü alles irgendwie grün nah, grün. Mhm. Und ich wollte weiterarbeiten zu Russland und zur Ukraine. Und mein Mann, der mehr sich mit Ökofragen befasst, der hat gesagt: Leute, es geht, um, es geht um einen Riesenschritt, den wir vor uns haben. Also tatsächlich modernes Leben, auch in der Wirtschaft, auch im Alltag. Aber liberal, also mit Freiheit und nicht so wie in China durchaus auch modernes Leben. Aber mit der kommunistischen Partei, die das Private bestimmt und äh, dass wir diese Auseinandersetzung jetzt haben, das ist ja eigentlich Gegenstand des Kriegs, den wir da vor unserer eigenen Haustür sehen. Warum? Weil äh, Putin genau für das steht: keine Freiheit, äh, keine freien Medien, äh, nichts äh, gegen die Meinung, die vorgegeben wird von ihm und seiner äh, Kohorte, seiner Clique, die da den Kreml. In der Hand haben und das Land in der Hand haben und das Militär und vor allen Dingen den Geheimdienst. Da kommt ja Putin auch her. Also keine Freiheit. Und die Ukraine, die ja früher mal das gleiche Land gewesen ist wie das heutige Russland, nämlich beide zusammen Sowjetunion. Die Ukraine hat ist ein Volk. Die sagen von sich selber, wir sind eigentlich ziemlich widerspenstig, immer gewesen, auch in unserer Geschichte. Wir wollen unseren eigenen Staat, den haben sie auch bekommen vor 30 Jahren, aber wir wollen leben wie ihr im Westen. Mit freien Medien, mit äh, jeder Möglichkeit, sich zu entfalten, mit einer Justiz, die uns nicht in die Pfanne hauen kann. Äh, nur weil der Sohn von jemandem ganz oben. Vor, vor das Gericht gegangen ist und der gewinnt immer. Mhm. Ja, dass vieles von dem, was wir hier haben und was für uns so selbstverständlich ist und wo wir wahrscheinlich uns gar nicht so vorstellen können, dass es das in einer anderen Gesellschaft nicht gibt. Aber warum musst du dafür jetzt äh, dieses Zentrum gründen? Gibt es nicht genug Stiftungen und alle möglichen Denkfabriken, die sich schon darum kümmern? Ja, also wir werden sicherlich die Welt nicht retten. Mhm. Ich glaube, diese Kombination zu sagen, wir brauchen wirklich moderne Entwicklungen, also wir brauchen moderne Lösungen für die Energiefrage. Die Antwort ist nicht morgens kalt duschen. Alle Menschen werden warm duschen wollen und es werden mehr sein auf dieser Welt. Wir werden gehen Richtung 10 Milliarden. Mhm. Äh, alle werden gute Medizin brauchen. Äh, irgendwann äh, werden auch alle Mobilität haben wollen. Die muss vielleicht nicht so aussehen wie unsere Autos, aber äh, ihre Kinder besuchen wollen sie auch. Und wenn die in ein anderes Land ausgewandert sind, werden sie sie wahrscheinlich auch mit dem Flugzeug besuchen wollen. Also wir haben bei uns ja in Deutschland eine Debatte Klima, die Klimakrise und wir müssen uns jetzt alle ganz doll zurücknehmen. Und das stimmt sicherlich zum Teil. Da werden wir gar nicht drum kommen. Fleisch essen ist so ein Beispiel. Fünf Tage die Woche Fleisch bedeutet, dass wir anderen Menschen die Haare vom Kopf fressen, weil das so... Ein Vielfaches ist, bis ein Kilo Schweinefleisch bei uns im Magen ankommt. Und wenn wir das Getreide selber direkt gegessen hätten, würde es für sehr viel mehr reichen. Mhm. Also Umstellungen wird es sicherlich geben, aber äh, im Bereich Energie werden wir bestimmt moderne Lösungen brauchen. Und wir müssen eben immer äh, uns klar machen, wenn wir uns hier einschränken, das ist ein ganz anderes Level, von dem wir ausgehen. Als wenn wir Menschen in den Ländern des Südens, in Afrika, selbst in China, in Indien, wenn wir denen sagen, ihr müsst euch jetzt auch mal einschränken, da werden die sagen, hoppla, ja, ihr werdet, wenn ihr Covid habt, im Krankenhaus gut auf einer Intensivstation behandelt. Bei uns sterben die Leute einfach und das sehen wir nicht ein, dass wir nicht auch diese moderne Entwicklung wollen. Und dann kommt eben, ich glaube, China ist dafür das wichtigste Land und sagt, okay, wir sind die kommunistische Partei, wir wissen, wie man das machen muss, ihr seid inzwischen 1,4 Milliarden, wir steuern das für euch. Und ansonsten aber, bitteschön, haltet ihr euch an die Regeln, die wir setzen und kein Widerspruch. Also ihr setzt euch für liberale demokratien ein und gegen autoritäre, illiberale staaten. das ist das eine. aber das zweite ist nicht vergessen auch die moderne. also wir wollen nicht zurück in die gute alte zeit wo ähm, nur die wohnstube geheizt war oder eigentlich nur die küche. ja, nur die ich kann mich gut daran erinnern aus meiner kindheit die bauernküche war geheizt. da wurde gleichzeitig gekocht und die gute stube war. Für sonntags und an den Schlafzimmern waren Eisblumen und jeden Tag warm duschen, war nicht. Und äh, kann mich noch erinnern, natürlich haben wir zu zweit in der Badewanne gesessen. Und meine Mutter rief immer nach oben: äh, Nicht so viel Wasser, so teuer. Mhm. <laughs> Halbe Badewanne. Ich habe als Kind immer davon geträumt, einmal in einer vollen Badewanne zu sitzen. Ein Kindheitstraum wahrscheinlich so etwa 1955, 1957. Und wir werden, weil ganz viele Menschen auf dieser Welt dieses moderne Leben möchten, was wir haben, wir werden gar nicht umhinkommen, intelligente Lösungen zu finden. Ja, moderne moderne ist, ist natürlich lustig, weil wir hatten letzte Woche Pascal Zorn. Daniel Pascal Zorn zu Gast der hat über die Postmoderne geschrieben. Oh ja. Und das wäre in, in, in der moderne Leben. Ja, ja. Also ähm, für mich ist Moderne, man kann das im Grunde genommen ja richtig äh, plastisch machen. Ähm, mein Mann hat ein Buch geschrieben, das heißt intelligent wachsen. Hm. Es gibt ja viele bei uns, die sagen, wir müssen schrumpfen. Wir dürfen nicht mehr wachsen, unsere Industrie darf nicht mehr wachsen. Wir müssen schrumpfen. Und intelligent wachsen heißt äh, kluge Lösungen finden. Und dafür steht ja der Mensch, dass ja. er immer ja. wieder kluge oder sie <laughs> kluge Lösungen gefunden hat. Und am allerspannendsten finde ich eigentlich das, was die Natur uns vorgemacht hat in der Evolution. Aber der Natur kann ja auch nicht ewig wachsen. Nein, aber die Natur zeigt uns extrem intelligente Lösungen für bestimmte probleme also ähm, ähm, das zebra warum hat das zebra schwarze und weiße streifen weil der liebe herrgott gedacht hat auch so ein tier soll es geben das hat schwarze und weiße streifen weil zwischen schwarz und weiß ein luftwirbel entsteht und das bedeutet, dass um die, dieses Zebra herum allein durch diese Färbung schwarz und weiß immer ein Luftwirbel entsteht und es kann mit Hitze besser umgehen. Das hm. ist eine Idee, die man übertragen kann auf Hausbau hm. anstreichen draußen schwarz und weiß. Zebrastreifen, am Zebrastreifen Haus. auf dem Haus. Äh, noch mehr Beispiele gewünscht. Bitte. Also, jetzt bin ich ja. Äh, super, es ist ein total spannendes Gebiet. Schiffsanstriche. Äh, unsere großen Schiffe, da, die wachsen zu im Laufe der Zeit mit Algen, äh, da setzen sich Muscheln drauf. Die werden immer mit beinharter, giftiger Chemie gestrichen, immer wieder, damit äh, sich das nicht alles so festsetzt. So. Und da haben kluge Biologen zusammen mit Ingenieuren, das ist die Kombination, die solche Sachen erfinden, die haben sich überlegt, wie kommt das eigentlich, dass die Fische im Wasser, dass bei denen nicht auch im Laufe der Zeit der Algenbewuchs und der Muschelbewuchs und so weiter äh, sich festsetzt. ein Putzerfisch oder sowas. Ne? Ja, das hat was zu tun mit ihrer Struktur. Der äh, also krokodilartigen, haifischartigen Haut. Das heißt, man hat jetzt Schiffsanstriche gefunden, die diese Struktur haben und damit den Einsatz von Chemie, der notwendig wird, um ein Vielfaches reduzieren. Und ein drittes Beispiel vielleicht noch, dann höre ich auf. Wir mussten ja als Kinder lernen, wie man die Schleife bindet, Schuleingangstest. Äh, Moderne Kinder brauchen das gar nicht mehr unbedingt zu lernen, weil sie haben Klettverschlüsse. Woher kommt der Klettverschluss? Natürlich aus der Natur von den Kletten. Wo, wenn man da durchläuft, bleiben die ganzen kleinen Kügelchen am eigenen Mantel hängen. Tschupp, schon ist es fest. Und das ist äh, nicht alleine eine Antwort auf die vielen, vielen neuen Erfindungen, die wir machen müssen. Aber in der Natur gibt es unendlich viele kluge Lösungen, die für uns Vorbild sein können. Habt ihr denn schon Lösungen gefunden, wie wir weiter wirtschaftlich wachsen können, ohne die Ressourcen zu verbrauchen? Also das wird sicherlich, da gibt es nicht einen Knopf und einen Hebel, sondern das wird... Eins, zwei, drei, vier, fünf, <laughs> bis 100. Ich fange mit, mit ein paar Sachen an. Das eine ist sehr schön, das heißt Cradle to Cradle. Also Kreislauf. von der Krippe zur Krippe. Ich baue ein Auto oder einen Bus äh, und der fährt 30 Jahre. Und nach den 30 Jahren nehme ich wieder ihn auseinander, wenn er nicht mehr funktionstüchtig ist. Und die ganzen Teile gehen zurück in den Kreislauf. Genau, Cradle to Cradle. Kreislauf ist eins äh, davon. Ähm, ich will mal zur Veränderung von Lebensweisen kommen. Äh, sicherlich äh, ist die Frage, wie ernähren wir uns, extrem wichtig, 10 Milliarden Menschen. Ähm, und da wird die Frage, ist das wirklich äh, vertretbar für diesen Planeten? viermal in der Woche Fleisch zu essen oder sogar jeden Tag. Ich glaube, das gibt es durchaus verbreitet, dass man eigentlich immer Fleisch isst. Äh, da bedeutet, äh, bis ich satt werde, ist vorher in der Natur das Zehnfache von den Feldern verbraucht worden. Und insofern glaube ich schon, dass wir unsere Ernährung umstellen sollten. Wobei man einmal in der Woche zum Beispiel durchaus Fleisch essen kann, weil es gibt äh, Gebiete, auf dieser Erde, wo kein Ackerbau möglich ist, wo aber durchaus Tiere sich ernähren und grasen können. Also es muss gar nicht unbedingt darum gehen, überhaupt kein Fleisch zu sich zu nehmen. Ähm, dann gehören dazu diese ganz, ganz, ganz spannenden ähm, Lösungen, die die Biologie zusammen mit den Ingenieuren äh, findet. Dann gehört dazu natürlich intelligente und das ist sicherlich eins der zentralen äh, der eine zentralen Antworten, die wir finden müssen für unseren Lebensstil. Wie gewinnen wir Energie, ohne dass es unser Ökosystem kaputt macht? Mhm. Und äh, da sind wir ja auf der Spur mit äh, der Sonne, weil letztlich kommt ja unser leben auf der erde von der sonne. es gäbe uns nicht ohne diese sonne. deswegen ist unser übrigens Gott. ja, deswegen ist aber auch dieser satz, die erde hat keinen notausgang. Ähm, und unser, unsere erde ist endlich der ist nicht ganz richtig. weil wir sind eigentlich offen zur sonne hin. und die entscheidende frage ist jetzt, ähm, wie nutzen wir die Sonnenenergie, auch wenn wir Öl und Kohle nutzen, ist es ja ursprünglich Energie, die durch die Sonne auf die Erde gekommen ist. Nur hat es dann ewig lange unten in der Erde auch als Kohle in der Erde ist es zu quasi konzentrierter Energie geworden und die haben wir in den letzten 200 Jahren ratzfatz verbraucht und das ist unser Wohlstand mhm. und Jetzt lernen wir langsam, hoppla, diese Art von Wohlstandsgewinn hat aber ein Problem, nämlich äh, wir haben so viel CO2 in die Luft geblasen, dass die Erde anfängt, sich zu erwärmen. Und das hat ganz, ganz, ganz dramatische Konsequenzen. So, und das eigentlich Entscheidende wird sein, wie fangen wir die Energie der Sonne auf? Ähm, ohne dass wir zurückgreifen müssen auf das, was Millionen Jahre vorher entstanden ist. Also eigentlich von der Hand in den Mund oder von der Sonne in unseren Lebensstil, in unser Leben, was wir wollen. Mobilität. Ich finde, man muss ehrlich sein. Natürlich muss man nicht dreimal im Jahr in Urlaub fliegen oder fürs Wochenende nach Mallorca. Aber wenn meine Kinder in Israel leben und ich habe da Enkelkinder, ähm, da kann mir jemand sagen, was er will. Ich will die einfach sehen, wenigstens zweimal im Jahr und noch besser ist, wenn sie auch noch zweimal im Jahr zu mir kommen und zwar nicht mit dem Schiff, weil das wird, die Zeit hat niemand von uns. Mhm. Wir werden fliegen wollen. Das heißt, wir brauchen auch Flugzeuge, die letztlich mit dieser nicht schädlichen Energie betrieben werden und da sind wir sehr am Anfang. Mhm. Also mit also unserem Konsum? Also die westliche ja, Konsumgesellschaft. Absolut. Äh, auch dieser Konsum wird im Grunde genommen äh, dieser Idee folgen müssen. Äh, Cradle to Cradle. Und das ist ja spannend, dass das inzwischen sogar in, in äh, Bekleidungsketten losgeht. Ähm, also man kann natürlich sagen meine kindheit kann mich an den wintermantel erinnern der wurde gewendet gewendet das heißt fünf jahre hatte man ihn getragen beziehungsweise die schwester hatte ihn schon getragen und hat ihn geerbt so und dann wenn die kanten abgestoßen waren dann ging man zum schneider und der drehte den mantel von rechts auf links gewendet und das tuch <laughs> war noch mal fünf sieben Zehn Jahre äh, äh, gebraucht. Keine so. Wegwerfgesellschaft. So Keine Wegwerfgesellschaft, mhm. genau. Und ähm, ich glaube, ein T-Shirt wird inzwischen irgendwie durchschnittlich nur was, was acht bis zwölf Mal getragen oder so. Nagel mich nicht auf, auf die Zahl äh, fest, die ist nicht korrekt, äh, aber so etwa, ja. wenn ich zu Primark gehe und das Teil kostet vier Euro, dann und nach fünf Mal Waschen ist es ausgeleiert, schmeiße ich es eben. Weg. Also, äh, ich glaube, das wird eine Mischung sein, aus äh, nicht, mehr das, nicht mehr alle acht Wochen in einer anderen Farbe rumlaufen zu wollen, sondern schon auch Kleidung zu haben, die länger dauert. Aber trotzdem, ich glaube, jeder von uns ist daran gewöhnt, dass, dass sie auch mal einen neuen Fummel haben will. Und dann ähm, Tut man eben das alte Teil wieder in den Kreislauf? Und ich finde es das spannend, dass ich glaube, HM und andere Ketten, die äh, weisen jetzt bereits in den Textilien ihren Recyclinganteil aus. Hm. Ich habe letztens gut. gerade Artikel gelesen, also es wird immer mehr sustainable genau. Fashion produziert, aber ja. noch mehr Fashion, die dann trotzdem wieder auf dem Müll landet. Ja, genau. Und das sind, das sind äh, Dinge, in denen wir. Einerseits, glaube ich, unser Verhalten ändern müssen. Man wird nicht ohne Verhaltensänderung von uns Bürgerinnen und Bürgern ähm, ähm, rumkommen. Aber es wird immer auch in, der, in dem Zusammenspiel mit Gesetzgebung sein. Also zum Beispiel die Farbe Schwarz. Das ist irgendwie eine tolle Farbe, und äh, schwarz ist oft ganz, ganz in, ist aber von der chemischen Substanz her die größte Sauerei, die es überhaupt gibt. Schwarz ist die, wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube, das ist richtig, schwarz ist die Farbe, die beim Färben am allermeisten chemische Substanzen braucht und damit auch chemische äh, äh, Schaden anrichtet. So, und, und insofern ist die Frage, also... Gibt es eine Gesetzgebung, die der Chemieindustrie vorschreibt, dieses Maß an Giftstoffen darf in den Farben nicht drin sein? Und äh, irgendwie ist die Chemie dann in der Lage, äh, Ersatz zu finden. Also immer noch die, die Farbe schwarz, aber eben nicht mehr so, dass es so eine wahnsinnige Sauerei ist. Leder ist eine wahnsinnige Sauerei. Das Gerben von Leber, Leder ist eine riesen, äh, also ökologische, chemische Keule. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn man jetzt äh, in Billiglohnländer gehen würde, wo Leder billig hergestellt wird, also für Handtaschen, die ich dann eben für 20 Euro kaufen kann, äh, da wird dann diese Form von, ich sage jetzt mal, brutalem Einsatz sowohl von Menschen als auch von Chemie noch möglich sein. Da gibt es noch nicht so starke Gesetzgebung, da gibt es einfach noch diese Art von Schwitzbuden, das wissen wir aus der Textilindustrie auch. Und das bei uns kommt das an als eine 20-Euro-Handtasche. Und diese Dinge werden sich in Bewegung setzen müssen, sowohl bei uns, aber dann eben auch in Ländern, mit denen wir Handel treiben. Und dafür sorgt ihr mit dem Zentrum Liberale Moderne? <laughs> ja, also dafür sorgen wir nicht mit, äh, mit 30 Leuten. Wir sind 34. Ah, okay. ja, ja, Viel Frauen, äh, viele junge Frauen. Ähm, so, wir sorgen nicht dafür. Da gibt es schon ein paar mehr. Und die Bundesregierung ist ein bisschen größer und Ministerien sind ein bisschen mächtiger als wir und das Parlament und so. Aber wir versuchen einfach unseren Teil dazu zu geben. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt wollen wir heute über Ukraine reden, Außenpolitik, Europapolitik. Du hast ja vorhin gesagt, okay, geht um die liberalen Staaten, liberale Demokratie und die autoritären. Ja. Das heißt, das eine ist gut und das andere ist böse. Ich denke schon, dass das Leben in autoritären Staaten schon nicht so freundlich ist oder andersrum wir sind einfach verwöhnt mit unseren Freiheiten und ich will dafür mal ein paar Beispiele geben also es gibt ja durchaus eine ganze Menge Leute die sagen ein bisschen Recht und Ordnung das würde uns ganz gut tun ja und dass die Jungs die da äh, rumlungern am Straßeneck und so dass die vielleicht eingesammelt werden und so weiter und so fort ja, Recht und Ordnung herrscht auch in Deutschland ne? Oder dass wir ein und die Stand. Fahrraddiebe, ah. also mit den Fahrraddieben, finde ich, sollte man unbedingt äh, viel, 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 viel strenger umgehen. So. Mhm. Aber äh, wenn man sich mal überlegt, und wie gesagt, ich bin ja nun nicht mehr ähm, 40, <laughs> wenn ich mir überlege, als wir politisch angefangen haben, äh, dass es für homosexuelle Paare ein Riesenproblem war, eine Wohnung zu mieten gemeinsam geschweige denn sich öffentlich zum beispiel zwei männer händchen haltend zu zeigen bei frauen ist das nie so ich glaube das hat nie so eine wahnsinnige emotion und wut hervorgehoben hervorgerufen bei frauen wie bei männern also autoritäre gesellschaften wenn die sich entscheiden wenn im iran die muftis entscheiden Homosexualität um ist abartig und äh, da werden Hinrichtungen vorgenommen und zwar auch noch öffentlich. Das ist äh, autoritär bis totalitär. Und ähm, ich, ich frage das nur, weil es gibt ja quasi das in der UN verankerte Selbstbestimmungsrecht yeah. der Länder. Ja. Kann es nicht sein, dass sich Menschen in einem Land dafür entscheiden, ein autoritäres System zu haben? Ja, also ähm, <laughs> wir haben ja sogar innerhalb äh, Europas ich auch äh, hören, ne? äh, Menschen, die wählen gehen können und äh, einen doch autoritären äh, Präsidenten oder Ministerpräsidenten wählen. Äh, das haben wir in Ungarn, das haben wir in Polen, für uns vielleicht schwer nachvollziehbar. Das ist insofern kompliziert, weil dann die Frage ist: ähm, Zum Beispiel die, die schon entweder die Macht erobert haben oder die sie schon inne hatten, welche Mittel und Methoden haben sie einsetzen können, um wieder dafür zu sorgen, dass sie wieder gewählt werden? Also haben sie äh, ziemlich flächenden Zugriff auf die Medien, eine ganz entscheidende Rolle. Putin hat als erstes, als er ins Amt kam, die freien Medien, insbesondere die Fernsehmedien, platt gemacht. Mhm. Macht, Orban, durften, macht Orban jetzt auch einen Genau, mhm. und das haben wir, äh, Orban ist da, hat sehr genau verstanden, mhm. wie man ähm, eben scheinbar demokratisch auf leisen Sohlen, würde ich sagen, mit undemokratischen Methoden, ähm, Freiheiten abbaut. Und das ist schwierig, aber nochmal, ich glaube, du hast eben UN gesagt. Also also das Selbstbestimmungsrecht. Das also Selbstbestimmungsrecht, ja. Und, und das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und das ist ja entstanden nach diesem Inferno des Zweiten Weltkrieges, der ja ein Weltkrieg war. Nicht nur ein europäischer, sondern Japan war beteiligt, die USA waren beteiligt. Und die Schlussfolgerung aus diesem unglaublichen Inferno, das dieser Zweite Weltkrieg gewesen ist, ist die Charta der Vereinten Nationen und der Menschenrechte gewesen. Und sie ist wunderbar, genauso wie übrigens unser Grundgesetz, finde ich, wunderbar ist. Allein mit dem ersten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist ein wunderbarer, kluger Satz. Ähm, dann verändert sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vielleicht das Verständnis davon auch, was zu den Menschenrechten mit dazugehört. Also, dass äh, Homosexualität, sexuelle Orientierung ein Recht für jeden Menschen ist. Da haben vermutlich äh, die Frauen und Männer, die die Charta der Vereinten Nationen geschrieben haben, noch nicht dran gedacht. Oder das ist äh, das Recht auf Bildung dass es für jedes Kind auf dieser Welt ein Recht auf Bildung geben muss oder die Stellung und die Rolle von Mädchen und Frauen. Also das modernisiert sich und autoritäre Länder versuchen oft, das zurückzudrehen und dass wir in solchen äh, Ländern wie Pakistan, mhm. wo die Frauen oder auch Afghanistan, wo meine afghanische Freundin äh, mir erzählt, ich bin im Mini-Rock in Kabul äh, hinten auf dem äh, Moped zur Schule gefahren, mhm. mit meinem Freund zusammen. Und dieses Land hat es geschafft, die Frauen unter den Schador zu zwingen. Also, dass wir solche Rückwärtsentwicklungen fast ins Mittelalter haben, das ist etwas, was unendlich schwer zu verstehen, auch zu fassen, zu erklären ist. Und ähm, du hast ja eben gesagt, lass uns über den Krieg und über Europa sprechen. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, das hat ja auch wieder fast etwas Mittelalterliches, das Aushungern von einer Stadt wie Mariupol, also erst Elektrizität weg. Keine Wärmeversorgung, keine Nahrungsmittel mehr bei 10 Grad Minus. Das ist am 3. März losgegangen. Wir haben heute den 12., glaube ich. Nur ja. wissen wir gar nicht mehr, wie viele Menschen in dieser Stadt ist. Das ist eine Mischung aus moderner Zerstörungskraft und ganz mittelalterlichen Methoden aushungern, erfrieren lassen, verhungern lassen. Das ist eigentlich die Rückkehr. Also von einer Brutalität, ähm, bei der ich schon denke, wir haben, sie, wir haben uns diese Rückkehr nach Europa eher nicht vorstellen können. Ich, mir ist das gestern Abend sehr klar geworden, ähm, als in den Tagesthemen ein Reporter, der gerade aus, ich glaube, Tanichi, äh, zurück nach Kiew gekommen war und berichtet hatte, was er dort gesehen hat und dass ich kam in diese Kellerräume. Und da sind Menschen, die keinen Zugang zu Wasser, zu Nahrung mehr hatten, offenbar seit langer Zeit, die dahin vegetierten. Und ich habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen. Und Christoph Reuter, der ja so unglaublich mutig immer in diese Kriegsgebiete geht, ich kenne ihn noch aus Afghanistan, todesmutig, der auch gestern sagte, also ich habe das gesehen in Afghanistan, ich habe das im Irak gesehen, aber das mitten in Europa, das ist mir eigentlich unvorstellbar gewesen. Ja, aber ganz kurz mal zurück ja. zu den autoritären Staaten. Ist es denn in eurem Bild möglich, dass sich Menschen, wir, wir wissen, wir haben bisher noch nicht gehört, dass in Polen und Ungarn jetzt Wahlbetrug herrscht, dass sich Menschen freiwillig für ein autoritäres System, was ja für euch... Das eigentlich was Böses ja. ist, entscheiden ist. Ja, also der Freiwilligkeitsbegriff ist eben sehr, sehr komplex. Ja, man kann sicherlich nicht, nicht sagen, dass, ähm, wie zum Beispiel, äh, ich überlege gerade, also wie zum Beispiel in Weißrussland, äh, ganz klar ist: Soldaten, die bei der Armee sind, also auch no normale Rekruten, Rekruten, die gehen am Wahltag geschlossen zur Urne und es ist vollkommen klar, dass sie für Lukaschenka abstimmen. So. Das gibt es nicht in Ungarn und das gibt es nicht in Polen. Die Menschen, die da zur Wahl gehen, gehen ohne gewalttätigen Druck an die Wahlurne. Aber Aber das, ma das, das macht es so fast noch schlimmer, dass sie die, sich für die Autorität kehren. Naja, das, das Problem entscheiden. ist schon welche informationen bekomme ich und welche nicht. und wir sollten nicht unterschätzen wie unendlich schwierig die eigenständige meinungsbildung ist und mit welcher klugheit diese ingenieure unseres denkens oder des denkens mit welcher klugheit sie menschen auch beeinflussen. Ich glaube, das kann man in Russland jetzt extrem gut studieren. Also ist jetzt egal, ob das 80, 70 oder 60 Prozent der russischen Bevölkerung sind, die wirklich denken, in der Ukraine befreit unsere Armee das Land von den Nazis. Und ähm, wenn das eben in dieser Massivität... Nur noch von staatlich gelenkten Medien kommt und ich irgendwo auf dem Land sitze und der Fernseher ist meine einzige Informationsquelle, weil Zugang zu Internet habe ich nicht. Ähm, ja, Instagram und Facebook haben sie jetzt schon wieder, ne? Ich, ob das Facebook in Russland wieder offen ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist also eine, also die, die eigenständige Meinungsbildung ist ganz systematisch im Laufe der letzten ja. Jahre. Das ist sozusagen wie ein Hahn, wie ein Wasserhahn, der immer stärker zugedreht worden ist. Und ich weiß das deswegen, weil alle die, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, die unsere Freunde sind in Russland, äh, Dosch, no Novaya Gazeta, Sacharow-Zentrum, sie alle sind entweder außerhalb des Landes, aber sie können nicht mehr arbeiten in Russland. Also so das Internet ist unterbrochen. Natürlich kann jemand, der ein Nerd ist und der ganz äh, genau weiß, um welche Umgehungsschleifen, durch welche Server man machen muss, um trotzdem noch an Westinformationen ranzukommen. Ähm das ich mein, gibt es noch, nee, aber. Ich, ich meine, den Punkt, ich könnte jetzt meinen russischen Freund über Instagram schon schreiben: Sag mal, was, was ist mit Putin da los? Hat der bescheuert? Was ist da los? Es ist das schon Gut, möglich. Gut, aber, 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 mhm. äh, wenn du schreibst, äh, was ist denn mit dieser Kriegsführung äh, und dein russischer Freund antwortet dir: Ja, dieser Krieg ist wirklich fürchterlich, mhm. macht er sich strafbar nach dem jetzigen neu gefassten russischen Strafgesetzbuch. Mhm. Und äh, vielleicht, um nochmal ganz konkret zu bleiben, wir als Zentrum Liberale Moderne sind vor, ich weiß schon gar nicht mehr, im Dreivierteljahr oder so auf die Liste der unerwünschten Organisationen gesetzt worden. Das heißt, wer aus Russland mit uns Kontakt hat, kann dafür eine Haftstrafe kassieren. Und ganz zu schweigen von denen, die tatsächlich sich öffentlich gegen den Krieg gestellt haben, es haben etwa eine Million Menschen im. Vorfeld und ganz zu Beginn des Krieges mit Unterschrift, ihrem Namen und ihrer Adresse gegen den Krieg unterschrieben in Russland. Sie sind alle von der Polizei oder von Schlägern besucht worden. Es hat Entlassungen gegeben in Hochschulen von Lehrern. Also das System ist inzwischen, das russische, putinsche System ist inzwischen totalitär. Und dann gibt es eben solche unfassbaren, mutigen ähm, Aktionen wie von Olof, der sich für 30 Sekunden auf den roten Platz gestellt hat und einen Schild hochgehalten hat, gesagt, äh, für diesen Krieg. Äh, dieser Krieg ist ein Verbrechen. Und quasi, von dem wir nicht wissen, ob er im Gulag landen wird, ja, der versucht hat, mit seiner Person eigentlich einen Rest von Anstand zu zeigen, aber der Preis ist natürlich irre hoch und gerade wir aus Deutschland, wir wissen ja, dass innerhalb von Deutschland dieses totalitäre Regime des Nationalsozialismus dann fast so weit war, dass tatsächlich gegen den Nationalsozialismus sich zu stellen, gegen die Verbrechen sich zu stellen, politisch äh, also weitreichende Konsequenzen hatte. Es gibt eben, und wir haben uns nicht selber befreit, das muss man immer sagen, Deutschland hat sich nicht von innen heraus vom Nationalsozialismus befreit, sondern es haben viele, viele, viele Menschen ihr Leben gelassen, um die Welt und auch uns vom Nationalsozialismus zu befreien. Das ist ein Ironie der Geschichte. Ne? Die Sowjets und die Amis haben uns befreit. Die Sowjets und die Amis haben uns befreit, wobei ähm, das, das Tragische ist: Die Amerikaner waren ein tatsächlich demokratischer Staat, der in den Krieg eingestiegen ist, nicht wirklich gerne, äh, wenn man sich das, wenn man das äh, klar macht, Roosevelt wollte nicht in diesen Krieg eintreten, weil die Bevölkerung es nicht wollte und sie hatte ja auch recht. Daniel Kuhn-Bendit hat mal gesagt, das war, als wir über Bosnien gesprochen haben, wie sollte einer Mutter in Texas klar gemacht werden, dass sie ihren Sohn da irgendwo ins Frankenland schicken soll, um da den Nationalsozialismus und die Wehrmacht zu bekämpfen nicht mal weiß, wo das überhaupt ist auf der, auf der Landkarte. Ähm, so, und Stalin war was anderes, was bei uns, äh, ich glaube, zu wenig bekannt ist, dass zumindest Hitler und Stalin zunächst einmal gemeinsame Sache gemacht haben. Ähm, ich denke da oft drüber nach, ob ich im Geschichtsunterricht... Das einfach nicht verstanden habe. Also, ich habe verstanden, den Überfall auf Polen, 1. September 1939. Ab 5.35 Uhr wird zurückgeschossen. Daran kann ich mich gut erinnern. Aber dass am 17. September die Rote Armee von Osten in Polen eingefallen ist und dass die Wehrmacht und die Rote Armee in Brest-Litovsk gemeinsame Siegesparaden gemacht haben und die polnische, dass Polen, Polen geteilt worden ist und wie wir heute wissen, etwa in jedem Teil dieses äh, zerschnittenen Polen etwa 400.000 Zivilisten ihr Leben verloren haben, mhm. äh, dass Stalin die polnische Armee systematisch zerstört hat. Also Soldaten und Offiziere die bereit waren, gegen die Wehrmacht zu kämpfen. Katyn, Erschießung von 10.000 polnischen Offizieren durch äh, Stalins Befehl. Das ist ja eine ganz äh, komplizierte Geschichte. Und Aber sollen wir jetzt den Russen weniger dankbar sein, dass sie uns befreit haben als von den Amis? Naja, also natürlich, ich glaube, da muss man genauer hingucken. Auschwitz... Wenn, wir haben 27 Millionen Russen und Ukraine auch umgebracht. Ne? Augenblick, wir haben 27 Millionen, wir sind verantwortlich für den Tod von 27 Millionen Sowjetbürgern. Russen das und ist der, ja, viele so ja, aber das der ganz, ganz, ganz entscheidende Satz. Putin hat offenbar über Jahre mit Erfolg äh, in unsere Köpfe. Das ist was, es, man kann auch in unsere Gehirne was reintröpfeln lassen, reintröpfeln lassen, ihr Deutschen seid verantwortlich für den Tod von 27 Millionen Russen und ihr seid jetzt mal lieber still. Und dann, wenn man sich etwas genauer beschäftigt, und deswegen übrigens habe ich das Recht zu verlangen, dass die Ukraine weiterhin in meinem Vorhof bleibt. Mhm. Und dann kommen die Ukrainer und sagen, Augenblick mal, ihr Lieben, dieser Krieg. Der ist im Wesentlichen äh, äh, geführt worden auf dem Streifen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Die baltischen Staaten, Polen, war das heutige Belarus und die Ukraine. Und die Shoah und die Ermordung der Juden war 1,5 Millionen ukrainische Juden. Nicht in Auschwitz, sondern durch Kugeln. Also one by one. Ähm, Zwangsarbeiter. Die hier auf den, in den Haushalten, in den Gärtnereien, auf den Bauernhöfen als Russen gesehen worden sind, waren zu einem überproportional großen Anteil Ukrainer. Und in diesem, der, der, der Krieg, die Verwüstungen der Wehrmacht, auf, Im Wesentlichen auf dem Boden dieser Länder, die ich eben genannt habe, und nur zu einem kleinen Teil, müsste wahrscheinlich heute sagen, etwa 10 Prozent auf dem Boden des heutigen Russland. Und äh, wenn wir von Befreiung sprechen, dann ist es die Rote Armee gewesen, die Auschwitz befreit hat, ja, übrigens mit einem ukrainischen Offizier mhm. namens Shapiro. Also ein jüdisch-ukrainischer Offizier an der Spitze. Ähm, aber für Polen ist es nicht die Befreiung geworden. Polen wollte nicht und in Stalins Einflusszone. Die Balten, mhm. die baltischen Staaten waren selbstständig, nach 1918 wollten selbstständig bleiben. Mhm. Und... Sie sind kassiert worden von Stalin. Der, der, die Vereinbarungen, die auf Yalta, also der Krim, getroffen worden sind zwischen den drei großen Vertretern der Siegermächte, Churchill zum Schluss war es dann, Truman Roosevelt äh, lebte nicht mehr, und Stalin war eine Halbierung Europas, eine Hälfte bekam Stalin, und das war nicht Freiheit, sondern das war... Eben unter dem Stalinismus ja. und Ungarn 1956. Aber das war halt Geopolitik, ne? Also die Armees haben mit den es Russen. Das war halt Geopolitik, Deal gemacht, okay, ihr bekommt Osteuropa, wir nehmen uns da nicht ein, ihr ja, bekommt Frankreich, Osteuropa. kann man sagen, die Amerikaner äh, haben sich da schuldig gemacht. Ähm, also auch da muss man sagen, eine amerikanische Demokratie, äh, ein Land, was erschöpft war von einem Krieg äh, in Europa, wo es unendlich viele Soldaten verloren hatte für Europa, wo die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger fragten, könnt ihr uns mal bitte erklären, wofür unsere Söhne sterben sollen? Eine berechtigte Frage. Erschöpft von diesem Krieg ähm, und überhaupt nicht mit der Bereitschaft, jetzt etwa äh, nochmal weiter zu marschieren und nun gegen Stalin. Also gegen die Rote Armee zu marschieren, um Polen und das Baltikum und andere Länder die Freiheit zu gewähren. Ja. Tatsächlich ist hingenommen worden, dass diese Länder in den stalinischen Einflussbereich gekommen sind. Ja, ich habe einen Geschichtsunterricht gelernt: am Ende waren es alles Alliierte. Also Russen, Amerikaner, Briten, am Ende waren sie alle gegen Hitler-Deutschland. Das waren sie während des Krieges. Also genau. zunächst und erst einmal danach kam es dann zum neuen Dualismus. USA, Sowjets. Sie haben gemeinsam den Nationalsozialismus niedergekämpft. Und wenn es diese Gemeinsamkeit nicht gegeben hätte, ist nicht klar, dass nicht sogar diese, dieser Feuersturm und diese unvorstellbare Macht, die eigentlich diese Wehrmacht die ja entfalten konnte, dass sie vielleicht wirklich dazu geführt hätte, dass äh, weite Teile der Welt im Nationalsozialismus versunken wären. Japan gehörte mit dazu. Muss man einfach, Das ist ja für uns sehr weit weg. Italien spielte da nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Spanien war unter Franco war nationalsozialistisch. Also ähm, das war ja wirklich die Gefahr. Dass die Welt in diese nationalsozialistische, totalitäre Welt verwandelt wird. Gut, kommen wir wieder ja. zu heute. Du hast ja das System Putin auch vorhin als totalitär schon bezeichnet. Was, ja. was ist denn der Unterschied zwischen autoritär und totalitär? Woran machst du fest, dass es kein autoritäres System mehr ist, sondern totalitär? Also in autoritären Staaten gibt es immer noch ein gewisses privates Rückzugsfeld. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Also da gehe, darf ich vielleicht nicht ähm, offen demonstrieren, aber ich kann zu Hause mit meinen befreundeten Familien oder wem auch immer, Studenten oder so, doch durchaus noch sagen, was ich denke, was ich politisch denke. Wie gesagt, ob ich, äh, wie ich leben möchte, in welchen Beziehungen ich leben möchte. Mhm. Diese Spielräume gibt es in vielen autoritären Staaten nach wie vor. Eine gewisse Privatheit. Der totalitäre Staat lässt diese privaten Räume nicht mehr zu, ähm, sondern verfolgt tatsächlich bis hinein in die Sprache jeden und jede, die sich äh, die Freiheit nehmen, gegen die staatliche Propaganda, gegen die Macht des Staates, ähm, sich zu stellen bis hin zur Vernichtung von Menschen. Das haben wir bei uns äh, erlebt. Das ist früher losgegangen aus Putins Regime, als wir richtig wahrhaben wollten. Litvinenko. Vergiftung von Litvinenko war der erste, ich glaube das war schon, was war 2004, wenn ich mich richtig erinnere, Litvinenko. Erschießung von Boris Nemtsov war in Russland, aber außerhalb dann wieder ähm, Skripal, also die Verfolgung äh, außerhalb. Wer sich genauer befasst mit der Geschichte Putins und dem Aufbau seiner Machthierarchie, stößt auf... Unendlich viele Unfälle in Anführungszeichen in Norwegen, in skandinavischen Ländern von äh, Menschen, die, äh, also russischen Bürgern, die dann ganz zufällig von einem SUV auf einem Zebrastreifen umgefahren worden sind und weg war der SUV. Also die, diese, das System der politischen Verfolgung und Morde außerhalb hat es. Sehr viel intensiver gegeben, als wir haben wollten und als wir dem nachgegangen sind. Vielleicht, weil zu Beginn der Putin-Zeit wir uns auch nicht vorstellen konnten, was hinter dem System Putin steckte, was für Potenziale dahinter steckten, dass es eben nicht zufällig der kleine, unbekannte KGB. Offizier aus Dresden war, der, kein Mensch wusste warum, von Jelzin äh, nun als Nachfolger auserkoren worden war, sondern dass dahinter schon eine sehr klare Strategie nicht nur von einem steckte. Und das war der KGB. Ich habe mir letztens gedacht, der Unterschied zwischen autoritären Russland und totalitären ist, äh, wenn du gegen den Krieg bist und irgendwie auf die Straße gehst mit dem Schild und du schreibst gegen Krieg. Dann bist du wegen dem Schild in einem genau. autoritären Staat verhaftet. Ja. In einem totalitären brauchst du noch nicht mal irgendwas raufschreiben aufs Schild, sondern hältst du das weiße Schild ja. hoch und da kommt dann diese Gedankenpolizei schon dazu. Ja, wobei also das halt ja aktuell, ein, ne? ein Wort zu wir haben ja alle ein Wort zu verbieten, zu untersagen, das ist schon totalitär und wir haben alle, ich glaube, die meisten von uns haben in der Schule Orwell gelesen, ja und das. Äh, Kriegsministerium war das Friedensministerium. Also mit der Sprache ähm, das, das Gegenteil von dem abzuverlangen. Weil bei Toilette, da, da brauchst du nicht mal Sprache verwenden. Es gibt ja Demonstranten in Moskau, die halten nur ein weißes Schild hoch. Mhm. Und da wird ihnen quasi schon unterstellt, Klar, dass weil sie es gegen ein sind. Signal ist. Ja? Also das heißt, jedes Signal, mhm. ähm, das sich gegen, gegen den... Willen des Staates und das macht die Machtstruktur, die dahinter steckt, wendet. Waren denn Russland und die Ukraine jemals bisher liberale Staaten? Also, äh, Russland, also, also so wie ihr euch das vorstellt. Also Russland war in den 90er Jahren viel freier als dann. Sozusagen, eigentlich mit dem Amtsantritt Putin konnte man sehen, wie Stück für Stück wieder Freiheiten eingesammelt werden. Aber mhm. es war in den 90er Jahren eine extrem schwierige Form von Freiheit, weil es auch drunter und drüber ging, ähm, mhm. weil es diese unglaubliche Möglichkeit zur Bereicherung gab, schlichtweg durch findige Leute. Das waren gar nicht nur alles Verbrechen, mhm. sondern. Äh, Beispiel. Man dachte, man verteilt das Volksvermögen. Dafür bekam die Bevölkerung Anteilsscheine. Sie bekamen also Anteilsscheine an einer ölfördernden äh, äh, Fabrik in Norilsk, wo da oben, wo es acht Monate im Jahr dunkel ist. So diese Ölförderungsanlagen waren aber uralt äh, kaputt. Es wurde kein Öl mehr gefördert, außerdem kostete es zu der Zeit auf dem Weltmarkt Öl nichts. Das heißt, für diesen Anteilsschein konnte man bestenfalls eine Flasche Wodka kaufen. Dann gab es intelligente junge Leute, die sagten, okay, okay, wir, leihen uns, äh, mit, wir machen eine Bank auf, wir leihen uns äh, Geld, zum Beispiel auf dem Westmarkt oder sonst wo. Wir kaufen diese Anteilsscheine, die eine Flasche Wodka wert sind, diesen Leuten ab und wir bringen diese äh, Förderanlage wieder zum Laufen. Das ist zum Beispiel äh, das Modell Michael Chodorkowski gewesen, ähm, der dann erzählen kann, dass es dann eine Phase gab, wo es etwa 12 Dollar kostete, ein Barrel Öl aus der Erde zu holen, also auch in Russland mit russischen Löhnen und so weiter, aber auf dem Weltmarkt sie nur 8 Dollar brachte. Und ähm, er den Arbeitern erklären musste, ich kann euch nicht bezahlen. Das hat sich dann rapide gedreht, als dann diese ähm, Weltmarktpreise sich so verändert haben. Und ähm, das hat diesen unvorstellbaren Reichtum äh, geschaffen, den dann eine überschaubare Zahl von äh, äh, russischen Bürgerinnen und Bürgern, Geschäftsleuten äh, bekommen haben. Da ist auch mit sehr harten Bandagen gekämpft worden. Das ist, gehört absolut auch mit dazu. Äh, also die 90er Jahre waren eindeutig freier. Ja, es gab die Freiheit des Wortes, es gab die Freiheit der Medien, es gab individuelle Freiheiten, äh, Memorial, also die Leute, die ja schon in den 80er Jahren sich daran gemacht hatten zu sagen, wir müssen mal das Tabu lüften, was unter Stalin eigentlich passiert ist, dass es eigentlich keine Familie gibt in der Sowjetunion, die nicht irgendwie durch Stalin's Terrorherrschaft betroffen worden sind und wo einer äh, im Gulag gelandet ist, in der Regel kamen die Menschen nicht wieder. Fast jede Familie äh, hat äh, diese Erfahrung, über die aber nicht gesprochen werden durfte. So, und das ist, die haben in den 80er Jahren die ersten mutigen Leute begonnen. Die konnten in den 90er Jahren anfangen, offen zu arbeiten. Und das Fenster fing wirklich mit Putin Stück für Stück an, sich wieder zu schließen. Und das passt alles zusammen. Bei Putin konnte man Stück für Stück sehen, wie Stalin wieder heroisiert wurde. Und heute knüpft Putin mit seinen Medienkampagnen in Russland an, an Stalin, an den großen Vaterländischen Krieg. Die Ukraine muss von den Faschisten befreit werden. Das hat Stalin 1956 bei Ungarn gesagt, das hat er bei Prag 68 gesagt. Es waren immer die Faschisten. Und das sitzt ganz tief in der, ähm, im Gedächtnis russischer Familien, ein Kampf auf Leben und Tod, tatsächlich, gegen den, gegen, gegen den Nationalsozialismus. Und es wird ihnen jetzt. Der Eindruck vermittelt, dass darum würde es in der Ukraine wieder gehen. Und deswegen dürfen auch alle die, die sich kritisch mit Stalin auseinandergesetzt haben und die offenbar gemacht haben, dass Stalin das eigene Volk in Teilen vernichtet hat, die sind in den letzten Jahren immer stärker in die Mangel genommen worden. Ich erinnere mich, Wolfgang eichwede vor ein paar Wochen hier. Ah, ja. Mhm. Und der hat halt auch so einen Weg in den 90ern aufgezeigt, das war so ein bisschen Wilder Westen. Das freie ja, Kapital. Ja, ja, ja. Genau, also, äh, genau. Das war auch ein Fehler, wie der Westen genau. quasi ja. einmarschiert, also äh, ökonomisch einmarschiert ist. Und ja, das waren aber auch die das waren, die, das waren die russischen Liberalen selber. Ich meine, wer hatte eine Erfahrung, wie ein so riesiges Land, das über Seit 1917, 18, also bis 1990, muss ich mal ganz schnell rechnen, wie viele Jahre das sind. Äh, also über eine so lange Zeit eine Staatswirtschaft hatte und die ja im Eimer war. Ja, ja die war ja, lief ja auf Felge. Das ist ja ein Teil des, der Erklärung, warum überhaupt äh, dann das System implodiert ist. Und. Ähm, es gab, wo auf der Welt gab es Erfahrung, wie man eine so kaputte Planwirtschaft in guten, klugen, optimalen Schritten transformiert. Wir haben unsere vergleichsweise demgegenüber klitzekleine DDR gehabt. Und das ist verdammt schwer gewesen, hm. dann das hinzukriegen. Ohne große Brüche, ohne Ungerechtigkeiten. Es gibt bei uns genug Leute, die bitter sind, mhm. in jetzt ostdeutschen Bundesländern, weil sie sagen, das ist damals nicht gerecht abgelaufen. Ich erinnere mich, es gibt so über Dokus aus den 90ern, wo dann 93, 94 Russen zu Wort kamen, die dann so gesagt haben: Demokratie. Freiheit, das sind hier Schimpfwörter, weil die halt die letzten drei, vier Jahre dann damit äh, verbracht haben, dass es denen quasi noch schlechter ging als nach dem Fall. Das war auch, ging auch in den 90er Jahren den Menschen schlechter. In St. Petersburg äh, gab es Hunger. Mhm. Äh, es gab, äh, aber das sind dann eben auch unglaubliche Geschichten. In St. Petersburg gab es Hunger. Es hatte sich ähm, in der Stadtverwaltung hatten sich Bürgerkomitees gebildet. Eins davon war ein Komitee für Ernährung der Stadtbevölkerung, Vorsitzender Wladimir Putin. Und ähm, die haben äh, äh, 60 Millionen äh, an das BMZ, De deutsche damals noch Entwicklungsministerium, geschickt für... Fleischversorgung in Sankt Petersburg. Und dieses Fleisch kam nie an. Dann wurde eine Frau, eine Bürgerin, die diesem Komitee angehörte, nach Bonn geschickt. Ähm, der Name der Ministerialdirektorin, zu der sie dann in dem Entwicklungsministerium gegangen ist, findet man in dem Buch von Mascha Gessen. Ich habe den jetzt nicht parat. Und. Ähm, Sie wird gefragt, wo ist das, warum ist das Fleisch nicht geliefert worden? Die Ministerdirektorin sagt, das Fleisch ist lange geliefert worden, aber nach Moskau. Und Mascha Gessen beschreibt, dass das die ersten 60 Millionen gewesen sind, die Wladimir Wladimirovich Putin quasi als seine Handkasse organisiert hat. Man, wir können das alles wissen. Ja. will ich nur sagen und Mascha Gessen übrigens ist nicht die erste und die einzige die davon berichtet hat das heißt das System Putin hat in Sankt Petersburg bereits Anfang der 90er Jahre Fuß gefasst und das System Putin heißt Putin und die KGB Strukturen und die Kumpel und Freunde vom KGB Das Vorgängersystem war ja das System Jelzin Warum, warum waren wir auf Jelzins Seite? Also, Eichweder hat auch erzählt, glaube ich, im Wahlkampf 96, ja. die Bundesregierung ja. hat Jelzin finanziell ja. unterstützt. Wir wollten, ja. dass er wieder gewählt genau. wird, obwohl wir wussten, dass es ein Alkoholiker, den, ja. der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Die Amis mhm. haben ihn unterstützt. Ja. Warum haben wir das gemacht? Also, ich glaube, der Mythos Jelzin war, er hat sich Gorbatschow entgegengestellt. Oder dem, er hat sich ja im Weißen Haus, ja, diese Bilder, wie er sich dann. Äh, auf die Panzer stellte. Im Grunde genommen war der Mythos, Jelzin, er hat verhindert, dass das äh, kommunistische Regime noch einmal die Macht zurückgewinnt. Und, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, er hat tatsächlich äh, einen Teil der Sowjetrepubliken in die Freiheit entlassen, ohne dass es Kriege gegeben hat und wir müssen uns klar machen, das sind ja eigentlich Kolonien gewesen. Äh, die, so, so die Tschetschenien hat er damals auch schon Krieg geführt, ne? Er hat, ja, das war dann der erste Tschetschenienkrieg mhm. war, glaube ich, war vier, Ja, genau. Also ich, da bin ich jetzt nicht äh, im Augenblick nicht sattelfest genug, um zu sagen. Ich weiß nur, dass Putin den zweiten gemacht hat. Ja, ja, ja. genau. Der erste ist ein Jelzinkrieg gewesen. Der war noch nicht so völkermörderisch wie dann. Der, bei Putin mit der Zerstörung von Grosny. Aber also mit Sicherheit ist es so gewesen, dass der Westen äh, das Gefühl hatte: Jelzin äh, hat zugelassen, dass Republiken entlassen wurden aus dem kolonialen Imperium. Früher zaristisches Russland, äh, später Sowjetunion. Und natürlich, er also hat. Geopolitische Interessen waren das von uns. Genau, hm? das waren politische Interessen. Ge geopolitisch. Das weiß ich gar nicht. Also geopolitische Interessen äh, bedeutet ja immer, äh, man hat da die eigenen Vorteile im Kopf gehabt. Äh, dieses, den Republiken tatsächlich die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Nationen zu bilden, ist ja ein Stück von Freiheit gewesen. Aber es muss sich ja nicht widersprechen. Es muss sich nicht widersprechen, aber es kann sich widersprechen. Mhm. Ja? und wir haben ja öfter das problem, dass wir äh, bei geopolitischen interessen sagen, okay, da lohnt sichs, und da ist es auch legitim, sich einzusetzen, aber nur für menschenrechte und nur für freiheit. das ist dann ja doch ein bisschen, äh, also das ist ja dann doch ein bisschen zu emotional. ja, also so wie ich mir gerne sowohl bei Bosnien als auch jetzt mit der Ukraine sage oh Frau Beck das ist aber jetzt zu emotional ja also wenn ich dann sage ich oh das ich glaube wenn ich mich richtig erinnere konnte man das bei Anne Will hören von dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Lars Klingbeil mhm. und ich habe kann mich erinnern an eine Matinee in einem Theater, da habe ich vorgelesen, ein Aufruf ukrainischer Juden an Deutschland. Lasst es nicht noch einmal zu. Und das habe ich in dieser Matinee vorgelesen und der Bürgermeister sagte zu mir, also das ist jetzt zu emotional, das geht überhaupt nicht. Ja klar, das ist, also das ist, ähm, ich kann, ich verstehe sofort, was da passiert. Da wird gesagt, Sie bauen jetzt hier ein solches Menschenrechtliches Drama auf, dass Sie uns damit zwingen wollen zu handeln. Also Sie zeigen nach Mariupol und sagen, das ist also sowas von Menschenrechtsverletzungen, das ist äh, Verbrechen gegen das ist, äh, das ist äh, Kriegsverbrechen, das ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist vielleicht sogar die Debatte hat begonnen Genozid und wenn Sie das alles so klar sagen, dann bedeutet das, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie, dass wir aus unserer zurückhaltenden Rolle rausgehen? Und das haben wir alles gehabt. Zunächst haben wir gesagt, Waffen können wir nicht liefern, das macht uns zu parteilich. Dann haben wir gesagt, gut, aber nur die, mit denen die Ukrainer sich verteidigen können, wobei kein Mensch weiß, was der Unterschied zwischen also Verteidigung äh, und wie sage defensiv und offensiv was eigentlich der Unterschied sein soll ja wenn ich verhindere dass Artillerie in meine Stadt kommt ist das offensiv oder defensiv alles großer Unfug so also äh, noch immer und noch deutlicher sagen was für Menschheitsverbrechen da stattfinden und daraus uns immer sie sitzen uns im Genick äh, und sie wollen, dass wir uns immer stärker engagieren. Und jetzt sollen wir auch noch schwere Waffen liefern. Und irgendwann wird Herr Putin sagen, aha, ihr seid doch Kriegspartei. Und dann wird er auf uns losgehen. Und das wollen wir doch in jedem Fall vermeiden. Und es ist ja durchaus eine legitime Frage äh, zu sagen, wie kann das vermieden werden. Ich möchte auch gerne, dass meine Enkelkinder in Bremen äh, äh, ungestört und gesund und munter... Hm. Und in gutem Leben aufwachsen und an dieser Scheidelinie entlang diskutieren wir. Was passiert gerade in der Ukraine? Kommen wir gleich zu. Welches Risiko wollen wir eingehen? Müssen wir eingehen, wie auch immer? Meine Ausgangsfrage war: gab es jemals einen liberalen, einen liberalen Staat, liberale Demokratie in Russland? Nee, ne? Also in den 90ern ich, gab's so Freiheiten es und gab es so Freiheit es gab in den 90er Jahren irre Turbulenzen. Innerhalb dieser Turbulenzen gab es viele Freiheiten. Ähm, aber also schon allein die Medienlandschaft, höre, die Medien wurden von Oligarchen gehalten. Diese Oligarchen hatten sich entschieden, dass sie Jelzin äh, stützen. Also ich würde nicht sagen, dass das äh, mhm. den Kriterien einer liberalen Demokratie entsprochen hätte. denn dazu gehören ja auch Regulierungen, auch Medien, dürfen nicht nur frei sein, dann müssen auch reguliert sein. Also das ist schon ein bisschen komplexer. Das waren die 90er Jahre nicht. Was mit der Ukraine? Ob sie jemals eine liberale Demokratie war. Oder bis zum Krieg ja zum Beispiel. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass der Maidan eine große Freiheitsbewegung war. Ähm, die, dieser eigentlich absurde Satz auf dem Maidan, wir wollen nach Europa. Der ja Unfug ist, weil die Ukraine ist nun geografisch allemal Europa, war ja eigentlich die Botschaft: Wir wollen nach Westeuropa, beziehungsweise wir wollen in die Europäische Union. Und das bedeutet für uns Ende von Willkür, äh, Rechtsstaatlichkeit, belastbare Justiz, ähm, natürlich auch ähm, Wohlstand und besseres Leben. Also alles, was man bei uns eben. Sehen konnte. Gab es ähm, das bisher? In der Ukraine. Ja. Ähm, das gab es immer mal, ich würde sagen, zwei Schritte vor und drei Schritte zurück. Also die Orangene Revolution 2004 war ja schon so ein Anlauf. Und ähm, wenn man nochmal zurückdenkt, äh, der Präsident, der von russischer Seite unterstützt worden war, sollte mittels Wahlfälschung an die Macht gebracht werden. Das hat die Bevölkerung dann verhindert, bekam einen Präsidenten, der vergiftet worden war. Und dann zwar im nächsten Durchgang Enttäuschung von der Bevölkerung, es ist nicht so schnell aufwärts gegangen, wie wir uns das gewünscht hatten wieder wird der russische Kandidat ins Rennen geschickt. Ich kann mich daran entsinnen, dass bei dieser Wahl 2010 Freunde von mir in der Ukraine sagten, oh, der Unterschied zwischen Janukowitsch und ähm, hilf mir mit dem Namen, die Dame mit dem Zopf, Timoschenko, Timoschenko ähm, pff, ob der so groß ist, dass es sich lohnt wählen zu gehen. So, das war 2010. Und dann kriegten sie Janukowitsch und dann äh, kam bis dann eben äh, zum Jahr 2014 also ein immer mafiöseres System, in dem die Oligarchen, die eben leider in der Ukraine eine Riesenbedeutung haben, äh, sich gut äh, ihre Strukturen bilden und auswählen konnten, die für sie gut waren. Es ging auch nach 2014 weiter. Das ja auch, ging auch ne? nach 2014 weiter. Also Poroschenko war natürlich auch ein Oligarch. Äh, er war aber gleichzeitig doch zumindest überzeugt, dass die Ukraine ein eigenständiger Staat werden sollten. Und äh, da war er auch entschieden. Und also es gibt viele ähm, sehr unangenehme Entscheidungen. und Ereignisse rund um Poroschenko herum, zum Beispiel durchaus auch Korruption bei der Anschaffung von militärischer Ausrüstung zugunsten von irgendwelchen Geschäftsfreunden von ihm und so. Also das sind keine erfreulichen äh, Seiten von Poroschenko. Aber gleichzeitig äh, muss man sehen, dass in diesen äh, Poroschenko-Jahren äh, die Ukraine, die keine Armee hatte, eine reguläre Armee aufgebaut hat. Und das ist äh, also ein Riesen. Gewinn gewesen für das Land, bei dem wir noch nicht wissen, ob diese Armee stark genug ist, um Putin tatsächlich den Sieg unmöglich zu machen über Russland. Wollen wir es hoffen. hoffen? Wir wollen es allerdings hoffen. Aber Und zwar nicht nur wegen der Ukraine, sondern auch wegen. Aber wie kann das sein, dass bis Zelensky jeder Präsident in der Ukraine seit den 90ern ein Oligarch war? Ähm, weil äh, die Ressourcen, um äh, Fernsehstationen zu kaufen, da äh, Werbung zu fahren. Ähm, äh, me me meinst du jetzt Kolomoski? Kolomowski? Kolomowski. Das ist ja, das ist der, das Kolomowski ist, ja, also eigentlich sind alle. Das die ist ja der die, Oligarch, der Selensky jetzt nahesteht, ne? Oder ja, soll. Ja, 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 ja. Also zumindest hat Zelensky auf dem Kolomoisky-Sender Sender, mhm. ähm, seine Show gemacht. Und äh, also, das wissen wir nicht ganz genau, ob Zelensky eine Kreation gewesen ist von einer Gruppe von Oligarchen. Oh, echt? Das, das wissen das wir nicht ganz gehört. genau. Echt? Ja, das ist, ist so. Also... Wie gesagt, Kolomoisky nicht unbeteiligt, äh, nicht nur durch die zur, zur, Verfügung ständen, Stellung, zur Verfügungstellung seines Fernsehsenders. Äh, es gab ja ganz, 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 ganz kurz nach der Wahl von Zelensky ein Foto aus der Präsidialadministration, wo so der Inner Circle mit Kolomoisky zusammensetzt. Da waren wir alle fassungslos und äh, in du auch? Unser in unserem, Ukraine in unserem Team, in dem irgendwie neun oder zehn Ukrainerinnen sind, war die Haltung geteilt. Es gab ähm, einen Teil von unseren Ukrainerinnen, die sagten, Zelensky, das, ist, das wird in den Untergang des Landes führen und Zelensky wird das Land zurückführen äh, in, des, in den russischen Orbit. Wir waren tief davon überzeugt, dass Zelensky überhaupt nicht über den Weg zu trauen ist. Ich kann mich erinnern, dass der Leiter des böll Kiew, selber russischer Herkunft, vom Tag 1 angesagt hat: Zelensky wird eine neue oligarchische Struktur aufbauen. Und das führt in eine Diktatur. Also, das ist alles vergessen. Sozusagen diese Gewissheit, die wir jetzt haben, dass Zelensky. Für die Westorientierung und für die Freiheit dieses Landes steht, die war bei seiner Wahl nicht da. Und danach gab es ja auch noch irgendwie EU-Absprachen EU und dann hat die EU gemeckert, dass Zelensky nicht genug gegen die Oligarchen getan hat. Das ist so. Also, es war zum Beispiel und, und es ging, ging damit los. So ja, also es hat viele äh, Ereignisse gegeben, die die einen überaus skeptisch machen mussten. Dass, also es also ging los immer um die Frage, wie ist die Justiz? Wird die Justiz endlich eine unabhängige Justiz? Dann gab es einen, gab es den General, wurde der Generalstaatsanwalt dem Himmel sei es gedankt ausgewechselt von einem Timoschenko-Mann namens Luzenko zu einem Generalstaatsanwalt, der ein Ansehen hatte als Jurist und und dachte, okay, jetzt geht's los. Dann wurde der aber nach einiger Zeit wieder ausgewechselt und es wurde eine Frau Generalstaatsanwältin, die ganz offensichtlich sehr wohl bereit war, auf Weisung dass der Präsidialadministration hin äh, Verfahren einzuleiten. Und es begannen diese unendlich vielen Verfahren gegen Poroschenko, bei denen man schon den, den, äh, sich des Eindrucks nicht erwehren konnte. Hier wird, wird jetzt politisch, also hier werden Verfahren eröffnet, nicht wie gegen viele andere auch, weil jetzt hier sozusagen aufgeräumt wird, sondern hier wird erstmal ganz schnell dafür gesorgt, dass Poroschenko nie wieder als politischer Opponent auf die Beine kommt. Ähm, dann kann ich, wenn vielleicht nochmal nach einer zweiten äh, solchen Etappe äh, gefragt wird, ähm, der leiter der präsidialadministration hat äh, jenseits des minsker formats und der leute, die da verhandelt haben, äh, der leiter der ukrainischen präsidialadministration sich getroffen mit dem leiter der, des kreml und äh, alle haben sich gefragt, was verhandeln die beiden da? ja, was wird da irgendein angebot gemacht, das äh, also unsittlich ist und politisch unsittlich ist, wird da irgendein Deal herbei äh, gezaubert, äh, so weil Zelensky hatte ja versprochen, ich bringe den Frieden. Und das war ja Ohne bestenfalls, wie, ne? bestenfalls naiv, ja. weil er unterschätzt hat, ähm, äh, wo Putin hinsteuerte. Also bestenfalls naiv oder, das war eben die Frage damals, so dass Zelensky bereit gewesen wäre zu sagen, okay, schreibt den Donbass und äh, also schreibt, schreibt Luhansk und Don jetzt ab, gibt das dem Kreml, gibt das Putin, der wird damit das, damit zufrieden sein. Ja. Und wir können den anderen Teil des Landes in Ruhe aufbauen, weiß der Teufel was. Aber äh, viele, viele, viele Fragezeichen bei Zelensky. Wir, wir reden jetzt ja auch nicht über das System Ukraine, wie es vor dem Krieg war, damit das irgendeine Rechtfertigung für die Verbrechen... Ist, no sondern way. einfach nur. Erklären, also, die Ukraine war keine demokratische Lichtgestalt, nicht nach 20 Jahren. Aber, aber war es eine liberale Demokratie aus eurer Sicht? Oder ist also, das war keine, nein, das ja. war keine, keine liberale Demokratie. Aber, aber es werden. gab, genau, es gab unendlich viele Freiräume. Es gab auch, es gab Kriminalität, es gab politische Kriminalität. In Odessa zum Beispiel wurde ein Stadtrat, der. Ähm, Kriminalität mit Immobilien, das ist in Odessa endemisch, ja, äh, mit Küstengrundstücken und weiß der Teufel, was aufgedeckt hatte. Der wurde, auf den wurde zweimal ein Anschlag verübt. Einmal hat er nur mit einem unvorstellbaren Glück den zweiten Anschlag überlebt, hat sich dann auch nicht in der Ukraine operieren lassen, weil er Angst hatte, dass er entweder auf dem OP-Tisch nicht überlebt oh. oder das Profil von der Kugel, das aus seiner Lunge raus operiert werden musste, verschwinden würde im OP, das er aber haben wollte, um vielleicht irgendeines Tages mal nachzuweisen, wo dieses Profil herkommt. Die OP hat in München stattgefunden. So, also das ist nur ein Ausschnitt von der Realität in der Ukraine auf dem Weg zur Demokratie. Aber es konnte darüber berichtet werden. Sind aber auch Journalisten angegriffen worden. Aber wie, wie ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, erklär uns doch mal den Unterschied zwischen dem Oligarchensystem Russlands und dem Oligarchensystem Ukraine. Also, das konnte man jetzt, wenn man vom Ende her denkt, jetzt sehr gut betrachten. Zelensky hat zu den Oligarchen gesagt: So, ihr Lieben, wer jetzt das Land verlässt und den Freiheitskampf nicht unterstützt, der braucht nie wieder in die Ukraine zurückzukommen und der ist auch sein Vermögen los. In Russland hm. ist es so, dass äh, alle Oligarchen, äh, so ein wesentlicher Teil der Oligarchen das Land verlassen hat, mit Teilen des Vermögens und äh, es nicht zu sagen dieses gemeinsame Zusammenstehen äh, gibt, sondern da sind die Oligarchen. Ja, gut, die einen, die einen werden angegriffen, da ist natürlich logisch, dass du Solidarität herrschen lässt, weil du ja, logisch Opfer, muss das gar nicht sein. Ja, auch keine, ich kann Angriff einfach bringen. meine Haut retten. Ja, gut, ja. Ich kann mir doch meinen Privatjet nehmen, kann sagen Too bad, aber ich kann auch woanders gut leben an Nizza oder sonst wo. Hm. Das ist, ein Unterschied. Das ist schon der Unterschied, ja. Also das ist vollkommen klar, dass äh, ähm, also ich bin jetzt gerade von einem dieser Oligarchen angeschrieben worden. Ich bin Pinchuk, ja. Der, also, ein, einer seiner äh, Mitarbeiter. Pinchuk hat ein, selbst jüdischer Herkunft auch, hat, hat einen äh, Text geschrieben, »Könnt ihr helfen?« den zu veröffentlichen in westlichen Medien. Das sind alles Leute, die sagen: Versteht ihr nicht endlich, dass wir als Ukraine in Freiheit leben wollen und nicht mehr unter dem zaristischen, sowjetischen, putinschen oder wie immer Joch? Und wir wollen auch nicht Russland haben, sondern Russland will uns haben und Sie wollen uns haben und lassen uns weder die Sprache, noch die Freiheit, noch unsere Identität als eigenes Volk. Hast du den Angriff auf die Ukraine kommen sehen? Ja, also jedenfalls ja. seit. Ja, seit, also muss man fragen, seit wann? Die, der Truppenaufmach, ja, also mein, ich mein, Augenblick, ich mein, ich mein, Augenblick, Augenblick. Augenblick Habe ich ihn kommen sehen. Dass, Du hast also, damit gerechnet, da hat ja sonst keiner Leute, damit gerechnet. es wird, das haben wir auch bei uns wunderbar unter den Teppich gekehrt, es wird seit acht Jahren Krieg geführt. Das ist länger als der Zweite Weltkrieg. Ja, und es waren immer, es gab immer Tote an der Ostfront, sowohl unter den Zivilisten als auch Familien, die ihren Sohn nicht wiederbekommen haben, weil er eines Tages. Durch Artillerie oder wie auch immer äh, sein Leben verloren Du meinst jetzt Luhansk, Donetsk, genau. die Annexion der Krim? Genau. Aber, aber ja. jetzt, jetzt haben wir den heißen Krieg. So. Die, die Invasion. Nein, mein Lieber. Hm. Donbass, Luhansk war heißer Krieg. Das haben wir nur gerne anders sehen wollen, weil wir haben gesagt, wir treffen uns alle in Minsk und die Franzosen und die Deutschen, die äh, moderieren das doch. Und, äh, und die Ukrainer müssen jetzt hier noch ein Stück nachgeben und sie sollen doch jetzt endlich mal wählen lassen. Und äh, obwohl da die ähm, Banditen und Kriminellen im Luhansk und dann jetzt äh, die Regierung führen. Ähm, wir haben nicht sehen wollen, dass über... Acht Jahre hinweg, und das wäre ohne Putins Unterstützung nicht möglich gewesen, bereits Krieg in und gegen die Ukraine geführt worden. Ja. Ver Verdrängung Nummer eins. So. Und dann hat man immer gedacht, hm, wenn ja, man das auf dem Level hält und, so. und so, genau. Sind ja nur 14.000 bisher. So. Und mhm. jetzt, seit einem Jahr, wird aufgerüstet. Und zwar sichtbar in Belarus. Also Stationierung von russischen Truppen. Sichtbar äh, in Belarus, sichtbar an der russischen Grenze und inzwischen extrem sichtbar viel zu lange von uns äh, nicht wahrgenommen und bis zum heutigen Tag nicht wirklich präsent im Schwarzen Meer. Und das hat vor einem Jahr etwa angefangen. Und dann hat man sich getröstet mit Manövern und Drohgebärden und, mm -hmm. und seit Vergangenen Herbst 150.000 Soldaten rund um die Ukraine herum. Ähm, die USA, beiden Administrationen, die ganz klar sagt, äh, da wird ein Angriff geplant. Und wir sagen, können wir uns nicht vorstellen. Und ich habe immer andersrum gedacht. Ich habe immer gesagt, wie soll ein Putin erklären, dass er 150.000 Soldaten rund um die Ukraine herum aufbaut und dann irgendwie sagt: Ach, war nix. Ich wollte nur mal gucken. Eigentlich war das meines Erachtens logisch. dass und eine Frage der Zeit für dich, dass, ja. er was, dass was passieren musste. Mhm. Ich kann doch nicht 150.000 Leute aufmarschieren lassen und dann sagen: Wir haben nur mal geguckt. Also, eigentlich war das vollkommen klar, dass das mit der Radikalität und der Brutalität, die wir jetzt im Laufe dieser sechs Wochen gesehen haben und die sich entwickelt hat, geschehen würde. Das habe ich, hab ich mir auch nicht vorstellen können. Dass dieser, also dieser, diese. Eigentlich jede, jedes Level von Zivilisation, von Menschsein, also auch im russischen Militär, bei den Soldaten, dass das so möglich wäre, das macht mich auch fassungslos. Obwohl ich immer, wir haben Syrien gesehen. Wir haben Syrien gesehen. Wir haben in Syrien alles gesehen. Wir haben in Syrien gesehen. Die UN gibt Koordinaten raus, Luftkoordinaten, damit eine Klinik nicht bombardiert wird. Roms wird sie gerade bombardiert. Wir haben gesehen, dass die Städte eingeschlossen, ausgehungert und einfach zerstört worden sind. Ich sage nur Aleppo. Wir haben erlebt, dass UN-Konvois, wo. Ähm, Evakuierungs Evakuierungen aus den Städten von Zivilbevölkerung stattfinden sollten, dass sie angegriffen worden sind. Ich hab, wir haben hier einen Freund, dessen Partner ist ermordet worden, der für die UN diese Evakuierungskonvois mit organisiert hatte. Alles, was wir jetzt in der Ukraine sehen, haben wir in Syrien gesehen. Wir haben nur nicht für möglich gehalten, dass das innerhalb von Europa auch so geschehen könnte. Haben wir bei Syrien nicht einfach gedacht, das ist Assad und nicht Putin? Nein, wir haben, nee? nein, 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 nein. Wir wussten das. Und Putin hilft ihm nur? No, hilft ihm nur, ist gut. Assad wäre niemals, hätte mhm. niemals an der Macht bleiben können, wenn die russische Militärmaschine ihm nicht zu Hilfe gekommen. Aber ich ich meine jetzt die syrischen Kriegs-, also die Kriegsverbrechen in Syrien, da haben wir einen immer mit dem Finger auf Assad gezeigt und weniger. Nee, auf, das auf ging Putin. mir nicht so. Nee? Also mir war klar, dass das heute würde man sagen, putinsche Kriegsverbrechen waren, aber mhm. es waren eben nicht putinsche Kriegsverbrechen. Wir wissen, dass der General, der jetzt die nächste Schlacht in der Ostukraine vorbereitet, genau der Architekt dieser... Grenzenlosen, vollkommen Grenzenlosen, Zerstörungsbereitschaft, Brutalität, hinweggehen über alle Grenzen von Kriegsvölkerrecht, von Menschlichkeit, von Zivilisation. Dieser Mann war russischer General, ist russischer General und das... Wenn man nicht sowieso schon schlaflose Nächte hat, kann ein Wahnsinnig machen. Der ist jetzt der Oberbefehlshaber und der Architekt des Angriffs auf die Ostukraine, des Oster, der Osteroffensive, wie sie wohl zu erwarten ist. Ich möchte mal mit dir über die Rede von Putin im Februar reden. Das war drei Tage vor der Invasion. Diese äh, da hat er zur Ukraine gesprochen mhm. und da hat er im Prinzip die das Existenzrecht der Ukraine geleugnet. Ja. Das war mir vorher in der Weise nie klar. Mhm. Das, hatte auch, das wäre doch im Westen jetzt in den letzten 10, 20 Jahren auch, auch äh, anders angekommen, wenn er das so offen sonst getan hätte. War, hat er das schon immer so gemacht, dass er die Ukraine, also das Existenzrecht der Ukraine geleugnet mhm. hat? Oder war das jetzt ein neuer Move, um den Krieg zu rechtfertigen, die Invasion? Ähm, naja, also rechtfertigen tut das ja einen Krieg nicht. Wenn ich einer Nation ein Existenzrecht abspreche, rechtfertigt das keinen Krieg. Ja. Im Gegenteil. Aber es sind ja seine Gründe. Äh, ja, ja, Augenblick mal. Mh. Im Gegenteil. Wenn, wenn einer Nation das Existenzrecht abgesprochen wird, haben wir bereits Punkt Nummer eins der Genozidkonvention erfüllt. Können wir gleich nachher nochmal drauf kommen? Mhm. Es ist nicht ganz neu gewesen. Entscheidend ist gewesen ein programmatischer Aufsatz, den Putin im Juli vergangenen Jahres in den USA veröffentlicht hat, wo er erklärt hat, dass er, also dass diese europäische Friedensordnung, von der wir nach wie vor reden, dass die für ihn keine Gültigkeit mehr hat und dass für ihn vollkommen klar ist, dass es ein Zurück zu Jahrtausend geben muss. Das heißt, äh, wieder die, äh, Russland, Russland als koloniale Macht, das seine Kolonien zurückbekommt. Die Ukraine jetzt zu zerstören oder wieder unter russisches Joch zu zwingen, wäre so, wie wenn Paris verlangen würde, Algerien muss wieder Teil unseres Kolonialimperiums sein. Also. Ja? Damit wir uns das einfach mal klar machen, wir, wir tun uns schwer mit, der, äh, mit dem klaren Blick, dass Russland ein Kolonialimperium ist, weil in unserem Kopf ist das äh, Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich mit den Kolonien außerhalb, Indien, Afrika und so weiter und so fort. Das zaristische Russland ist ein Kolonialstaat, das die Völker unterworfen hat, rund um sich herum. Die Nordkaukasus, die, die Völker des Nordkaukasus sind unterworfen worden unter zaristisches Joch. Ähm, die Ukraine ist unterworfen worden, äh, übrigens Südrussland von unserer Katharina der Großen. Ähm, der Kampf um die Krim, brutale Auseinandersetzungen, die Krimkriege, äh, wo das Osmanische Reich beteiligt war und übrigens auch nachher Frankreich äh, beteiligt war und Russland. Ähm, also dieses zaristische Russland ist ein... Kolonialimperium gewesen und die Sowjetunion hat dieses koloniale Imperium, äh, hat dieses koloniale Imperium mhm. aufrechterhalten. Stalin ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen zu sagen, äh, das, was das feudalistische, zaristische Imperium, mit dem ja, wie man denkt, vielleicht sozialistische Bewegung, Freiheit der Völker nichts zu tun haben wollte, puste Kuchen. Auch das war ein, ein imperialistischer Sozialismus, der Stalinismus. Aber haben wir das im Westen ignoriert, die Haltung? Putins, also diese krasse Haltung, dass die Ukraine eigentlich gar nicht eigenständig ist. Ja, wir haben ganz viel ignoriert. Haben wir das als Rhetorik abge, abgestempelt? Oder Na, was? Wir, haben, wir haben diese entschiedene Brutalität, das Imperium zusammenzuhalten oder wieder zurückzuerobern. Die haben wir unterschätzt. Und da meine ich, hätten wir mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg eigentlich sehen können wozu er bereit und fähig ist, grosny, die zerstörung und bombardierung von grosny bis nichts mehr übrig war, so eine zerstörung hat es in europa äh, äh, selbst im zweiten weltkrieg nicht gegeben. Und, äh, also grosny und der zweite tschetschenienkrieg und dann die installation von diesem kadirow, der ein schlechter ist. Anders kann man ihn nicht bezeichnen. Ich habe Menschen getroffen, die von I, aus ihrer Verwandtschaft erzählt haben. Er, er, mein Bruder hat im äh, Gefängnis gesehen, dass Kadyrov persönlich gefoltert, an um Folterungen beteiligt war. So. Also das ist Kadirov, ein Schlechter. Das alles ist unter Putin bereits sehr früh gewesen. Und als er hier im Deutschen Bundestag mit Ovationen empfangen worden ist, war der zweite Tschetschenienkrieg bereits geführt worden. Hm. Und wie gesagt, mit der Ukraine, sie zurückzuerobern, ich glaube, 2014 hat, hat, hat es diese Vorstellung nicht gegeben. Und wir haben uns auch immer getröstet. Wir haben gesagt, die Krim, naja gut, das muss man verstehen. Und Khrushchev, der hat da in irgendeinem Moment von Sentimentalität seinen Ukrainern diese Krim geschenkt. Das war das Erste. Aber er wird nicht aufs Festland gehen. Und dann ging er aufs Festland. Und dann auf einmal hieß, naja, diese Ukraine, die ist ja auch ein geteiltes Land und äh, russischsprachig im. Osten. Und die haben doch mit den Westukrainern nicht wirklich was gemein. Und im Westen sitzen doch sowieso die Banderas. Und also es war das war ganz viel russische Propaganda, aber bei uns waren die Türen für diese Propaganda auch so offen, dass wir immer und immer wieder vorgezogen haben, den worst case lieber nicht zu sehen. Weil der worst case natürlich den worst case nicht zu sehen. Hat natürlich eine beruhigende Wirkung. Ich war auf dem Stand, dass wir drei Stunden miteinander Zeit haben. I don't know. Hast du da noch was vor? Mein, ähm, uns ist irgendwann mal in den, ähm, in den Mund gelegt worden: mein Mann und mir, wir wären, hart gesotten. Ich habe das Interview so auf drei Stunden jetzt äh, okay. konzipiert gehabt und meine, mein, mein Team sagt nur, eigentlich müsste ich jetzt schon Hans kommen mit den Zuschauer fragen. Ja, alles gut. gut. Achso, also, also wenn ich, ihr mich machen. wirklich so lange ertragen wollt. Ich äh, finde es äh, super spannend. Gut. Ich weiß, ich, 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 ich weiß jetzt nicht, Wer was im Publikum Wenn mir so sagt. lange zuhört, ja. Haben Aber einmal, klar, wenn ich einmal anfange zu erzählen. Haben wir, haben wir denn, haben wir denn ähm, auch ein bisschen unterschätzt, dass es quasi diese. Politik von Einflusssphären, diese geopolitische Strategie, dass die nie weggegangen ist. Wenn ja, das, Putin, Putin sieht ja Belarus, die baltischen ja. Staaten, ja, ja, ja. Ukraine als Einflusssphäre, andere, China, ja, also die Amis, haben haben, alle haben Einflusssphären. Natürlich haben wir das unterschätzt. Also Wenn man sich alleine äh, die Debatten im Deutschen Bundestag anguckt, die Tatsache, dass unsere Bundeswehr <laughs> Auf Fell gefährt. Was ja, wird gesagt? Blank ist sie. Ja, und diese Haltung, in, also die weit verbreitete Haltung in unserer Bevölkerung, also wer zur, zur Bundeswehr geht, ist selbst schuld. Ja, also in meiner Generation, jeder Abiturient, der auf sich gehalten hat, hat verweigert. Mit diesem Quatsch von Bundeswehr hatte man nichts zu tun. Ähm, so, und dann äh, sagen dieser den äh, dieser schicke Verteidigungsminister äh, da gelandet hat, äh, von der allgemeinen Wehrpflichtarmee in eine Berufsarmee äh, äh, unsere und Bundeswehr zu verwandeln. Ich weiß, das war immer grünes Programm. Äh, ich fand das äh, nie richtig, weil ich es immer richtig fand, dass tatsächlich aus der Bevölkerung heraus Männer und Frauen, diese Armee zu ihrer eigenen, als ihre eigene sehen. Und zwar nicht als nationale, sondern wir sind ja eingebunden in ein Bündnis, als Teil dieses Bündnisses. Wenn man aber natürlich sagt, dieses Bündnis ist ja nur der verlängerte Arm des amerikanischen Imperialismus, dann will man damit natürlich nichts zu tun haben. Und das ist auch meine Generation. Meine Generation ist gewesen. Guckt euch die Schweinereien der Amerikaner in Vietnam an und es war ja auch ein verheerender Krieg. Guckt euch an, was sie in Chile gemacht haben. Die Amerikaner sind doch mindestens solche Verbrecher wie äh, das russische System. Mindestens stimmt also, das nicht. Mindestens? Das kann man sicherlich nicht. Nee, sagen. aber das ist das ist gleichwertig. Weiß, weiß also, also kleiner also, aber, Unterschied. Man, man muss jetzt nicht werden, aber ja nein, man nicht gleichwertig. Kleiner Unterschied. Der Vietnamkrieg ist beendet worden durch das amerikanische Volk, weil sie auf die Straße gegangen sind. Der Afghanistankrieg von Russland ist nicht beendet worden, weil die russische Bevölkerung auf die Straße gegangen ist, um den Afghanistan äh, diese Besatzung zu beenden, sondern weil Russland erschöpft war. Ändert jetzt aber nichts an dem. Klitzekleine. Na, 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 Augenblick mal. Also sozusagen die Frage, was für Freiheiten Bürger in einem Land haben, um auf Politik Einfluss zu nehmen, die so mal eben jetzt als, das ist doch irgendwie eine klitzekleinigkeit Kleinigkeit zur Seite zu tun, das wir ja, hier nicht. Du hast nur gerade auf das Ende dieser Kriege hingewiesen, aber das endet ja nichts an den Verbrechen dieser Kriege. Ob das jetzt sinnvoll ist, gemacht nicht, werden. Nein, oder aber Amis. weshalb müssen wir sagen, die Amerikaner sind genauso schlimm wie die Sowjets. Warum sagen wir nicht? Guckt euch an die Geschichte nach 1945. Nach also, nee, da mein, können wir jetzt mal ein bisschen. so. Nee, 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 aber man kann ja sagen, Kriegsverbrechen sind per se schlimm, egal, selbstverständlich. Egal, wer sie begeht. Imperialismus ist per se schlimm. Absolut. Egal, Dafür wer gibt immer. es internationales Recht, und das ist ja die zivilisierende Wirkung des internationalen Rechts, äh, auf die wir hoffen. Mhm. Ähm, dass unabhängig von Zugehörigkeit, Bündnis, Staat, Person, was auch immer, die Regeln gelten. So. Und dass die im Vietnamkrieg verletzt worden sind, wenn man Agent Orange einsetzt. Nichts, was in irgendeiner Weise zu diskutieren und zu beschönigen beordnen. wäre. Tschetschenien ist jetzt äh, sagen Russland, äh, China, können wir mal über die Uiguren mhm. sprechen, ganz offensichtlich, die Vernichtung eines Volkes. So. Aber, Aber es hat keinen Sinn, dass jetzt unterschiedslos, was, was folgt daraus? Alle sind immer gleich schuld, man soll nicht intervenieren zum Beispiel. Das war die Diskussion, die ich in Bosnien... Also, die gegen mich geführt worden ist. Hm. In Bosnien habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, was Krieg ist. Ich habe zum ersten Mal gehört, wie, wie, gelernt, wie Artillerie sich anhört. Und ich habe zum ersten Mal gelernt, dass keine Waffen in Krisengebiete nicht unbedingt die moralischste und menschlichste Forderung ist. Weil in Bosnien war es so, die jugoslawische Serbische Teil der, des Landes und der Armee hatten das unter Tito groß angelegte Militärpotenzial zu sich zurückgezogen, nach Belgrad geschafft. Und die Bosnier hatten kein Militär und keine Bewaffnung und machten eine große Demonstration in Sarajevo. Hunderttausende von Menschen, wir wollen keinen Krieg, nie wieder Krieg. Hm. Und es hat Milosevic und Mladic überhaupt nicht interessiert. Und sie haben angegriffen. Und wir haben gesagt, keine Waffen in Krisengebiete. Und ich bin dann in den Enklaven drin gewesen. Und die haben gesagt, super. Findet ihr, dass das eine gerechte Lösung ist? Dass wir unsere jungen Männer in Turnschuhen und ohne Helm jetzt in die Wälder schicken, damit sie verhindern, dass die Chetnik in unsere Stadt kommen. Und in jede Stadt, in die sie reinkommen, gibt es Vertreibung, Mord, Entführung der Frauen. Die Vergewaltigungslager sind inzwischen bekannt. Ist das jetzt besonders zivil, human, ethisch begründet oder sonst was, dass wir nichts haben, um uns verteidigen zu können. Und das Recht auf Selbstverteidigung ist übrigens im Völkerrecht auch festgeschrieben. Gesagt, internationale Regeln. Kaputt ähm, genau. ist, dass Putin inzwischen vom internationalen Strafgerichtshof landet. Neben anderen Lavrov und so, aber. Also das, das, dafür fehlt mir die Fantasie. Wobei ich zugeben muss, ich habe auch bei Milosevic eigentlich nicht daran geglaubt, dass er eines Tages vor einem internationalen Strafgerichtshof landen würde. Äh, trotzdem, äh, so wie ich das System Putin kenne und ihn als Person wie er beschrieben wird, kennen es, wäre weit übertrieben, ich habe ihn öfter gesehen, aber nicht, natürlich nicht kennengelernt, ist er ein überaus misstrauischer, paranoider Mensch. Wer das noch nicht wusste, hat es aber gesehen mit den Bildern, wie er mit Macron und sogar mit seinem eigenen Außenminister, an einem was weiß ich fünf oder sechs Meter langen Tisch sitzt ich hier der andere da hinten vielleicht wegen Covid aber da alle mit Covid getestet und sonst wo sind weil er auch Angst hatte dass auf ihn ein Anschlag verübt werden könnte und es gibt offenbar ein irrwitziges Sicherungs- und Sicherheitssystem bis hin zur Nahrungsmitteln die Putin zu sich nimmt, um sich herum. Und ähm, wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte tatsächlich, dass ein Diktator ähm, sich so abgesichert hat, dass es schier nicht möglich ist, ihn aus der Welt zu schaffen. Und äh, ich sehe... Aber als demokratische, rechtsstaatliche Staaten sollte man doch sie sagen, okay, wir, wir lassen das Recht sprechen, wir, wir genau. weisen die Kriegsverbrechen nach und das passiert versuchen, ihn zu verurteilen auf, vor, genau. in Den Haag. Das, das, das passiert, also ähm, aber das ist, das, die aber, Vorbereitungen dafür laufen. Aber das, das Problem ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Staaten wie Russland den ICC, also ICC, ja gar nicht anerkennen genau. und dementsprechend gar nicht davon landen können. Genau, also... Äh, es gibt verschiedene, gibt verschiedene äh, legale Möglichkeiten, Zugriffe. Also es gibt einmal das Weltkriegsrecht, ähm, das dazu führt, und wir haben das gerade erlebt, weil gerade ein syrischer Folterer in Deutschland verurteilt worden ist und jetzt, glaube ich, ist ein Folterarzt, äh, steht vor Gericht. Also ähm, es gibt ein Weltkriegsrecht, das... Ähm, äh, ähm, war criminals, äh, Kriegsverbrecher, ähm, in einer, vor einem nationalen Gericht äh, anklagen kann. Und äh, der äh, ehemalige Minister Hirsch und die ehemalige Ministerin äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger bereiten gerade zusammen mit anderen Strafanzeigen beim Generalbundesanwalt vor. Das, das bedeutet, es muss dokumentiert werden, die Art des Verbrechens, der Ort des Verbrechens und der Kommandeur. Also dann würde als Belangt, als Verantwortlicher der Kommandeur. Mhm. Das gibt keinen Zugriff auf der quasi dahinterstehenden Befehlskette bis zu dem eigentlich politischen Hauptverantwortlichen, der Putin heißt. Putin würde ähm, vor einem internationalen Gerichtshof in absentia äh, auch angeklagt werden können für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid. Und deswegen ist. Ob, obwohl die Russland nicht äh, das Rom-Statut unterschrieben hat. Ja, es kann ja, es kann ja auch ähm, sozusagen eine große Anzahl von Staaten sich entscheiden, so ein Verfahren durchzuführen. Ja, ohne dass, dass ein betreffendes Nation äh, vorher unterschrieben hat, wir ähm, unterwerfen uns dieser Gerichtsbarkeit, wobei die Genozidkonvention die ist von Russland unterschrieben worden. Äh, also äh, da äh, ich erinnere mich nur von ein paar Jahren. Der ICC versucht, amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan anzuklagen, mhm. aufzuklären. Da haben die Amis natürlich da haben die versucht, die, die Anklägerin zu sanktionieren. Äh, da ging es um, um einzelne Soldaten. Und wenn wir tatsächlich den Sachverhalt des Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder den Sachverhalt des Genozids hätten, diese Genozidkonvention von 1948 hat die damalige Sowjetunion mit unterschrieben. Und die führt zur ähm, internationalen Verhandlung. So, die wird zur Verhandlung gebracht. Und das wäre auch mit oder ohne Putin. Aber wie, ja. wie schaffen wir es denn, quasi auch um den internationalen Strafgerichtshof aufzuwerten, solche multilateralen, liberalen Organisationen, dass da auch nicht nur Russland mitmacht, sondern auch China, Indien? Die Amerikaner, ja. Israel. Ja, das ist äh, in der Tat. Ähm, die, Amis versuchen ganz, die, die Amis versuchen gerade aktuell äh, irgendwie zu helfen, dass die Russen in Den Haag angeklagt werden können, ohne dass die eigenen potenziellen Verbrechen angeklagt werden können. Das ist natürlich so, auch lustig. Also, wie gesagt, wir haben. Ich, ich, es gibt keinen Grund. Zu rechtfertigen, dass die USA ihre eigenen Soldaten dieser Gerichtsbarkeit entziehen, wobei gleiche Maßstäbe für alle, aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Und die Amerikaner, ich würde finden, das muss man jetzt mal sagen, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, irgendwie werden sie immer wieder letztlich gebraucht, wenn es irgendwo ums Eingreifen geht. Und äh, der, Im Volksmund sagt man da, irgendwie haben sie das Gefühl, sie haben die Arschkarte. Darf ich das an Bosnien nochmal klar machen? Also, äh, überschaubarer, nicht mehr so bekannt, aber überschaubarer und, und nicht in der Dimension. Es gibt diese ganz eindeutige äh, äh, Vernichtung durch die Tschetniks und durch die serbische Armee, Stadt für Stadt in diesem kleinen Bosnien. Und äh, wir schicken Blauhelme. Und die Blauhelme haben nur das Mandat, sich selber zu schützen und nicht die Bevölkerung. Das war die ganzen Kriegsjahre so. Und die europäischen Länder sagen, wir, wir, geben, wir machen sogar das Waffenembargo. Wir sind ganz besonders edel. Ich bin damals nach meinen ersten Erfahrungen, als ich zum ersten Mal in so einer Enklave gewesen war, mit Kollegen, aus dem Deutschen Bundestag, ich war gar nicht Bundestagsabgeordnete, nach Washington geflogen im Sommer 93. Und wir sind von Tür zu Tür gegangen, quasi geklopft bei irgendwelchen Senatoren, wen wir auch erwischen konnten, und haben denen gesagt, könnt ihr bitte intervenieren? Weil es war vollkommen klar, wenn überhaupt, dann würde die NATO intervenieren. Also, das preist die Amerikaner. Und Clinton, Bill Clinton, durchaus sympathischer Präsident, der sagte, nö, das machen wir nicht. Das wisst ihr, wo, weiß, wissen die Amerikaner überhaupt, wo Bosnien liegt? Das liegt in Europa, ihr Lieben. Könnt ihr Europäer bitte mal gucken, dass ihr diesen Konflikt in einem Land mit dreieinhalb Millionen Einwohnern vielleicht selber geregelt kriegt? Wir haben es nicht geregelt gekriegt, äh, dann hat, ähm, wurde sozusagen dieses System, wir treiben die Leute aus den Dörfern in die kleinen Städte, aus den kleinen Städten in die große Stadt. Das wurde immer systematischer. Äh, Srebrenica war ein Dorf mit 6.000 Einwohnern, inzwischen waren 60.000 Leute drin, alles Flüchtlinge in den Kessel getrieben. Dann sagte Kofi Annan, daraus machen wir jetzt eine Schutzzone. Saugute Idee, ja UN, UN schutzzone Herr Anan er nennt das zur Schutzzone und dann fragt er: Und welches Land ist denn jetzt bereit, diese Schutzzone zu schützen? Fehlanzeige. Kein Land. Niemand war bereit, seine Soldaten dahin zu schicken. Irgendwann haben die Holländer sich bereit klopfen lassen. Okay, na gut, also wir schicken 600 600 holländische Blauhelmsoldaten. Die waren in dieser leeren Batteriefabrik sechs Kilometer von Srebrenica entfernt. Und dann kam Mladic und machte ernst. Und dann die, die 600 Blauhelmsoldaten hatten totale Angst. Deswegen übrigens... Hat ihr Offizier, Keremanlis hieß er, glaube ich, auch noch ladetsch dann mit dem Sekt empfangen? Gibt es ja ein Foto, wie die beiden mit dem Sektglas anstoßen? Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, als ich das Foto gesehen habe. Da kam ich zurück aus Bosnien. Ich wollte das nicht glauben. So, diese 600 Soldaten, am Gottes was machen wir? Die UN hatte gesagt, schickt die Leute aus Srebrenica auf diesen UN-Platz. Und. Dann haben diese blauhelm um Luftunterstützung nachgesucht. Die NATO. Und NATO-Flugzeuge sind in Sizilien aufgestiegen. Sind, es ist kein weiter Weg von Sizilien bis nach Bosnien, waren schwuppdiwupp da, sind kreist über Srebrenica und haben dann abgedreht und sind zurückgeflogen. Warum? Weil Frankreich interveniert hatte. Denn Frankreich hatte Blauhelmsoldaten in einer zweiten Enklave in Japan und hat gesagt, nee 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 nee, also Augenblick, nachher werden unsere Blauhelme hier als Geiseln genommen, das wollen wir nicht riskieren. Das ist der Grund, warum nachher 8000 Männer von der UN in die Hände der Mörder übergeben worden ist und dann in den Wäldern der Mölfe. Ich erkläre das so ausführlich, weil dann endlich ist gesagt worden, jetzt wird interveniert und es ging nur mit der NATO und damit immer mit den Amerikanern. Ja, Wolfgang Eichwieder meinte, weil wir uns damals mit den Russen nicht geeinigt hatten, die ja die andere Seite unterstützt hat, wurde das ja dann kam das ja dann auch so. Das ist ja dann eskaliert. Aber ich, ich weiß, das ist mir jetzt zu ungenau. Also ähm, sicherlich war es so. Dass Russland schon eher auf serbischer Seite stand, mhm. aber nicht so entschieden. Das kann man nicht sagen. Also, es gab da nichts zu sich ein. Der serbische ja. Nationalismus war sein eigenständiger. Und das Verbrechen der serbischen Armee war ihr eigenständiges. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir jetzt auf. Ja, um, wir kommen, ja, wir kommen, glaube ich, wir, drauf, wir, wir weil die Amerikaner. Ja gleich, ich hab doch, ich kann. Ich hab ich, wir den Faden. Gleiche Maßstäbe für alle. Genau, nee, 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 nee. Ich habe eben was gesagt: von den Amerikanern haben die Arschkarte. Ja, Gegenüber die, uns. Sie haben die Arschkarte. Wir die schicken, haben die Arschkarte. Sie haben die Arschkarte, genau. Die sind der Chef der NATO. Warum haben Sie die Arschkarte? Wie bitte? Die Amis sind doch der Chef der NATO. Der Chef. Ja. Super. Nenne ich? Sie, nee, die, ist Amerik die amerikanische Bevölkerung, also ist das größte Volk innerhalb der NATO. Und Amerikanische Politiker müssen oder ihrer Bevölkerung seit vielen Jahren abverlangen einen sehr viel höheren Anteil des Budgets, wo wir ein besseres Gesundheitswesen bezahlen aus unserer Staatskasse, weil wir nur 1,4 Prozent oder so ähm, unseres Budgets äh, in die, ins Militär stecken müssen die amerikanische Bevölkerung sehr viel mehr reinstecken. Ja, aber das ist doch ein Interesse aus... Weil die das Interesse haben, uns hier in Europa zu beschützen. Kuchen. Es kann denen doch scheißegal sein, was aus uns in Europa hier wird. Warum, warum ist es ja, ein amerikanisches Bündnis? Weil der Oberbefehlshaber immer der US-Präsident ist. Ja, aber darauf, immer. aber mein Lieber, darauf sich zu verlassen. Dass die Amerikaner auf nichts mehr heiß sind, als dieses blöde, komplizierte Europa immer wieder zur Vernunft zu bringen. Und das ist vorsichtig ausgedrückt. Einzugreifen, weil die nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig an die Gurke zu gegeln. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Es ist ein irrer Blick, ein irrer Blick auf die Vereinigten Staaten. Nämlich, sozusagen, die haben nichts Besseres im Kopf gehabt, als ständig hier in Europa einzugreifen, weil sie so gerne Chef der Welt sind. Und ich versuche hier mal eine Perspektive aufzumachen, die eine ganz andere ist. Und die ist verdammt unbekannt in Deutschland und scheinbar auch dir. Aber du erkennst an. Dass der militärische Oberbefehlshaber der NATO immer ein Amerikaner ist. Der Supreme ja? Allied Commander ist immer ein Amerikaner und ja. immer dem us präsident unterstellt. Was sagt, das, was, was, äh, darum, da, was sagt das aus? Darum ist die NATO von der USA geführt und Schon nicht von Deutschland. Deutschland, Dass alle Entscheidungen innerhalb der NATO im Konsens getroffen werden? Die politischen Entscheidungen, nicht die militärischen. Die entscheidet der Oberbefehlshaber. Nein, 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 nein. Das ist ein nein. Militärbündnis, Marie-Louise. Ja, aber wofür denn? Abwehr? Von wem? Das ist ein Abwehrbündnis, oder? Ein Defensivbündnis. Und, und wofür? Also, wofür wehrt man ab? Was wehrt man denn ab? Ja, wenn es äh, russische Feinde gibt, wie jetzt. Aha, ja. weil es Feinde gibt. Weil es an unsere Freiheit gehen würde. Also, weil es um Politik geht. Klar. Also, ich verstehe überhaupt aber gar nicht. ist militärisches Bündnis. Ich weiß jetzt nicht, was so kontrovers ist. Was das, kontrovers ist. Dass die Amis das Nee, nee, nee das Augenblick, mein Lieber. Kontrovers ist, dass ich inzwischen den Verdacht nicht mehr loswerde, dass der tiefgehende Anti-Amerikanismus, den wir in unserer Gesellschaft haben, und zwar, zwar sowohl von links als auch von rechts, und ich komme aus einer Partei, die, als wir sie aufgebaut haben, raus aus der NATO gefordert hat. Aber was hat denn, ist das Hörst du mir bitte mal zu? Da, also da musst du es schon mir zuhören. So weil wir so geprägt sind davon, dass die Amerikaner nicht uns die Freiheit gebracht haben und dafür wahnsinnig viel geopfert haben, das war 1945, plus hinterher sogar unsere Freiheit bewahrt haben, und ich da sage nur mal West-Berlin, die, die Luftbrücke, Westberlin, warum sollten eigentlich die Amerikaner die Kartoffeln ewig lang nach Westberlin fliegen? Alles ihr Egoismus und der Egoismus von Clinton, dass er dann letztlich nachher in Bosnien diesem Völkermord ein Ende gesetzt hat, dem wir Europäer nicht bereit und nicht in der Lage waren ein Ende zu setzen das ist das was ich mit der arschkarte meine ich meine wir sind nicht willig und nicht bereit die verantwortung für unsere eigene freiheit zu übernehmen sondern wir verlassen uns und haben das lange gemacht auf die amerikaner auf ihre ressourcen die sie dafür ihrer bevölkerung abknöpfen müssen weil militär kostet geld pass auf auf das ja? Äh, darauf, dass sie äh, ihrer Bevölkerung verklickern müssen. Dafür schicken wir eure Söhne irgendwo hin und dabei machen die Amerikaner Entscheidungen, die falsch sind. So, Irakkrieg, Joschka Fischer, I'm not convinced. Kannst du das Mikro sprechen? Ich kann das Mikro ja. sprechen. I'm not convinced. Ich sage hier nicht, dass die Amerikaner alles richtig machen. Aber ich finde, es ist an der Zeit, hier in diesem verdammten Europa und vor allen Dingen in Deutschland klarzumachen, dass wir Sicherheitstrittbrettfahrer sind innerhalb der NATO. Wir waren uns da vorhin einig, gleiche Maßstäbe für alle. Ja. Und Imperialismus von niemandem wird toleriert. Die NATO ist kein imperialistisches Bündnis. Und weißt du was? Das habe ich doch gar Die nicht gesagt. Gibt es amerikanischen Imperialismus, Marie-Louise? Nicht mit der NATO. Gibt es amerikanischen Imperialismus? Muss ich jetzt mal überlegen, wo gibt es den jetzt gerade? Wo gibt es gerade amerikanischen Imperialismus? Muss ich mal zurückfragen. Nee, ich frage dich ja. Nee, 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 Augenblick mal, mein Lieber. Wenn du so eine Frage stellst, nee, waren, und so wir, wie wir gerade diskutieren, hast du was im Kopf. Jetzt leg mal die Karten auf den Tisch. Wo ist jetzt, wo machst du jetzt den amerikanischen Imperialismus fest? Ja, können wir jetzt im 21. Jahrhundert bleiben? Äh, 21. Jahrhundert? Irak? Afghanistan. Afghanistan ist, Augenblick mal, Afghanistan ist amerikanischer Imperialismus? Also die Attentäter von ähm, 9-11 äh, waren Saudis. Lateinamerika, Monroe-Doktrin, wir waren bei den Einflusssphären. Augenblick mal. Wollen oh, oh, wir über chinesischen habe... Imperialismus noch reden? Über, wir waren, In, wir waren sind alle eigentlich... gleich. Also das verstehst ich, du das Marie, geht Marie, überhaupt Marie, nicht? Marie, du kannst nicht einen großen Topf nehmen Marie, wie einen Hexenkessel das ich doch gar und nicht gesagt. alles reinschmeißen ich und nicht gesagt, einmal das umrühren. alles gleich. Ist. Du hast mir aber vorhin zugestimmt, dass gegen jeden Imperialismus gekämpft werden ja? muss, gegen jede Kriegsverbrechen. Ja, aber ich habe die Trennschärfe gemacht und hier geht vieles durcheinander zur NATO. Und, da will ich, und du hast immer gesagt, aber die Amerikaner haben doch schließlich den letztlich den Oberbefehlshaber und ich will von dir wissen, ob du den NATO-Oberbefehlsbefehl siehst als Teil eines Instruments zur Durchsetzung imperialistischer Interessen nein. Das will ich von dir wissen. Nein. Bitte? nein gut danke schön. Und dann will ich von dir wissen, ob das NATO ein imperialistisches Bündnis ist. Nein. Danke. Und dann will ich von dir wissen, warum, warum? Jetzt wer. Du mich schon, aber ja. hallo, ne? So kann es gehen. Äh, hättest vielleicht nach einer Stunde schlapp machen müssen. Du hast die drei Stunden festgesetzt und, und du siehst, ich äh, halte durch. So. Ähm, aber wir waren uns so einig. Kein Imperialismus von irgendjemandem und, und, Krieg, und Kriegsverbrechen, egal von wem müssen. Aufgearbeitet werden. Sehr gut. Und dann, und dann machst du aber, ja, aber die Amis, da muss man es verstehen. Nein, 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 nein. So kommt ich das habe, jetzt rüber. Nein, ich habe versucht darzustellen, ohne dass ich das gutheiße, dass wir in Deutschland, wenn wir uns tunlichst zurückhalten und gern mit dem Krankenwagen kommen, wenn es vorbei ist, auf dem Balkan. Wurde gesagt in Bosnien, die Deutschen kämpfen auf dem Balkan bis zum letzten Franzosen. Du verstehst den Witz. Ja? Ich weise nur zart darauf hin, dass äh, die Amerikaner durch ihre militärische Kraft und Macht immer wieder auch eingegriffen haben, wo wir uns davor gedrückt haben. Das will ich sagen. Der erste Irakkrieg war, als Saddam Hussein Kuwait überfallen hat. Darf man daran erinnern? Darf man daran erinnern, dass Saddam Hussein im Norden seines Landes, ich sage Halabscha, Giftgas gegen die kurdische, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat? Wo er das Giftgas hergehabt? Von uns. Iran, Irak. Da haben wir ja, genau, unterstützt. dann hätten gerade deutsche Soldaten, wenn unsere Chemiefabriken solches Zeug verkauft haben, dann hätten unsere Soldaten gegen Saddam Hussein ins Feld ziehen müssen. Haben wir aber nicht. Weil wir sind ja ein friedensbewegtes Land. Verstehst du, meine Logik, lass uns jetzt nicht... Über die Aushebelung von internationalem Recht sprechen, da bin ich bei dir. Mhm. Aber ein gewisses aus dieser Selbstgerechtigkeit raus, die wir haben und die Selbstgerechtigkeit, die wir in Deutschland haben, indem wir sagen, nie wieder Krieg und wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Und wenn es dann ganz dicke kommt und es kommt ein Völkermord, dann sollen bitte die Amerikaner. Gegen diese Selbstgerechtigkeit habe ich ein Mordsroch aus inzwischen. Darüber wollte ich ja gar nicht reden. Siehst du? Nö, nee, aber darüber muss, möchte ich aber, gerne aber, aber du reden. Du stehst ja für das Zentrum, liberale, moderne. Genau. Liberal heißt gleiche Maßstäbe für alle. Und Ich wollte einfach nur wissen, ob egal wer Kriegsverbrechen begeht. Ja, mein begeht. Lieber. Da, aber dagegen habe ich nichts gesagt. Gut. Und trotzdem muss so, man sich. Wir, nee, 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 wir, sind, und wir Ja, wir kommen aber an, an einen Punkt, wir sind an einen Punkt gekommen, der. Total spannend ist. Mhm. Weil der bei uns in Deutschland äh, sehr tief geht. Ich glaube inzwischen nicht, dass die großartige Weizsäcker-Rede vom 8. Mai, wo er von der Befreiung gesprochen hat, zum ersten Mal übrigens, kannst du mal ausrechnen, wie viele Jahre das war nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ähm, Deutsche, die Deutsche Selbstgerechtigkeit mit unserem Friedenswillen gegenüber diesen imperialistischen USA, die kommt aus unendlich vielen Knopflöchern. Und zwar insbesondere Rechten und Linken. Und aus der ja natürlich Rechten und Linken, die sind lieber bei Russland als bei den USA. Ich will, über die will ich doch gar nicht reden. Aber mir aber fällt ich aber will mir, aber mir, reden. mir fällt da gerade ein auch Regierungspolitik, ich meine, ich bin jetzt ja seit fast zehn Jahren hier, Bundespressekonferenz und so weiter, äh, da fällt halt auch immer auf, wenn äh, offensichtliche, mutmaßliche Kriegsverbrechen unserer Nicht-Freunde passieren, dann ist die Bundesregierung immer sehr schnell dabei und zeigt mit dem Finger und weiß ganz genau, was, was man tun muss, was das Richtige ist zu sagen. Aber wenn unsere Alliierten, ob nun die Amis, ob das die Türken sind, ob das andere sind, die Krieg führen, dann wird immer erstmal gesagt, mhm. Wir wissen nicht. Da, da wird abgewiegelt, da wird ein Kopf in den Sand gesteckt. Und das kommt, ich meine, wir... Also das wir, wir ist mir zu generell oder würde ich dann gerne einzeln durchgehen? Können wir gerne machen, aber das, ich, ich, ich schilde jetzt meinen Eindruck. Und der Eindruck, den ich dann dadurch habe, was die Bevölkerung, was unsere Zuschauer sehen, ist, dass dieser Doppelstandard, ne? also oh, dieser Doppelstandard, äh, wenn es unsere... <laughs> Feinde sind, dann wissen wir ganz genau, was man richtigerweise sagt. Aber wenn also, es bei unseren Freunden ist, dann gucken wir weg. Mein Lieber, müssen ich wir, kann nur sagen. Müssen wir diesen Doppelstandard nicht überwinden. Ähm, ich kann überwinden. nur sagen, mein, äh, ich war ja lange Jahre in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und da war ja Russland auch Mitglied. Sie würden dir die Füße küssen für den Begriff Doppelstandard. Die Füße küssen. Ich, ich habe es aus, ja. aus der Highschool in Amerika. Ja, genau. So. Und äh, nein, ist ja, ist ja es egal. darf, es ja, darf bei ja auch der Durchsetzung und Interpretation von Recht überhaupt keine Spielräume geben. Gut. So, da können wir uns einig sein. Aber das über die Rolle der USA auch innerhalb der NATO und den Blick auf die USA äh, in Deutschland. Glaube ich etwas tiefer gegraben werden muss, als wie es gerne getan wird. Davon bin ich fest überzeugt. Und noch einmal über die Sache mit der Arschkarte. Ähm, darüber bin ich gern bereit, lange und intensiv zu reden und das ein Stück zu begründen. Mach mal mal. War nicht vorgesehen für heute, aber okay. War nicht vorgesehen. Kleiner jetzt, Exkurs. Vielleicht, vielleicht beenden wir das damit. Äh, fordert ihr dann die Freilassung von Julian Assange, der Kriegsverbrechen äh, offengelegt offen hat? Äh, ich bin nicht in der Lage, äh, mich da wirklich detailliert dazu. Wir haben uns zu äußern. Ich, wir haben uns nie verhalten zu Assange. Wieso? Weil wir uns nicht zu allem verhalten, was. Äh, auf dieser Welt passiert. Aber das ist doch der Einzige, der wegen der Aufklärung von westlichen Kriegsverbrechen im Knast sitzt. Und dem jetzt vielleicht äh, die Überstellung in Amerika droht und ja, da die Todesstrafe. Im Knast sitzt er bisher wegen eines Verfahrens in Schweden? Nein, nein, das okay. ist schon fallen gelassen. Alles. Okay, gut. Also wie gesagt, ich bin im, im Fall Assange nicht sattelfest. Ich bin weder im Fall Snowden noch im Fall Assange sattelfest. Aber das ist doch jetzt schon das ist, das ist, das ist der prominenteste westliche, in anderen Ländern würde man sagen Dissident, davor, dass also du jetzt nicht freilachst. Ich, du jetzt, echt ich überlege gerade, jetzt müsstest du meinen Mann hier haben, der hat äh, in der Tat mal äh, eine Initiative mitgestartet zur Freilassung von Assange. Fällt mir gerade ein, siehst du, also über meinen Mann wärst du erfreut. Ich selber habe mich nicht detailliert mit Assange befasst, weil ich mich seit Jahren mhm. ähm, sehr detailliert mit, mit äh, Mittelosteuropa befasse. Ja, aber ich wollte das nur als Abschluss, weil wir Kriegsverbrechen hatten. Und das ist ja. immer ein, ein Stachel auch in der deutschen Regierungspolitik, dass sie sich nicht trauen. Die Freilassung von Julian Assange. Also ich verspreche hoch und heilig, dass ich nochmal nachlese, weshalb es jetzt äh, äh, diese. Wo, wo sitzt er in Haft? In, in Belfast. Äh, in, in, Großbritannien. In, in, in London, ja. Genau. So, also weshalb die die Briten ihn nicht auf freien Fuß setzen, wenn für sie. Ja, die Amerikaner wollen ihn. Ja, ähm, aber ein Auslieferungsverfahren. Ausliefer ja, geht's. ja, ja, das weiß ich. Aber ein Auslieferungsverfahren wird ja in der Sache geprüft. Genau, weil Eben die, das, es geht um Geheimnisspionage äh, ja, aus also amerikanischer Sicht. Aus amerikanischer Sicht. Und, und ich, also ich kann nur sagen: äh, Auslieferungsverfahren werden dann in der Sache geprüft. Und deswegen ist für mich jetzt spannend, ja. weshalb die britische Regierung, ob sie nur sozusagen ähm, Speichellecker der amerikanischen Politik ist, oder, also eigentlich vertraue ich dem britischen Rechtswesen. Ähm, die Frage ist, was ist in der Prüfung in Großbritannien in der Sache? Was passiert da? Ja? Gut. Gut, okay. Zurück zur Ukraine. Ähm, ich habe ja von die Putin-Rede angesprochen, vom 21. Februar. Ja. Da, da hat er ja auch gesagt, die Neonazis führen die Regierung in der Ukraine. Wie kommen die Russen darauf, weil sie gut sind in Propaganda und weil sie ähm, sehr erfahren sind, äh, an welchen emotionalen äh, langen Linien in der eigenen Bevölkerung man ansetzen und anknüpfen muss und deswegen auch seit vielen Jahren die Wiedererrichtung von vom Mythos Stalin. Also irgendwie ist im russischen Gedächtnis, dass der Wafa zwar vielleicht äh, ein brutaler Herrscher, aber es gab den großen Vaterländischen Krieg. Es hat unendliche Entbehrungen gegeben. Es hat äh, die Belagerung von Leningrad gegeben. Deutsche, deutsche Wehrmacht hungert diese Stadt aus. Ich habe einen Freund, der als Kind in St. Petersburg, Leningrad damals, aufgewachsen ist und dessen Großmutter neben ihm gestorben ist, verhungert. Also ist nicht so weit weg. Mhm. Ähm, also der große Vaterländische Krieg, der mit unendlichen Verlusten und unendlichen Entbehrungen von der Sowjetunion, siehe am Anfang, heute wird gedacht von Russland. Geführt werden musste. Gegen? Er musste geführt werden. Musste. Ja. Genau. Und weil, weil, weil jetzt Neonazis in Anführungsstrichen in der Ukraine sind, muss der Krieg geführt werden. So ist es. Ich meine, wir waren ja auch damals beim Maidan und es gab ja tatsächlich hier Right Sector und die Svoboda-Leute, ja die waren ja auch Teil des Maidans, aber die hatten ja im, im Grunde nichts wirklich zu sagen. Nach den, bei, e den, bei den Wahlen hatten sie dann ein paar Prozent bekommen, genau. die wurden mit den Jahren immer weniger. Genau. 2, und? Also die, so, es, und gab, es, es gibt ja auch das Azov-Regiment, das sind ja. ja ukrainische Neonazis, aber die haben doch... Nicht alle. Gut, Nicht aber alle. aber es, gibt, es gibt ja... Es Ukraine. gibt... Da, also die ganze. Aber, aber, die, aber Putin, die macht, der macht ja quasi aus einer Maus in der Ukraine einen Elefanten. Ja. Wie, 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 wie geht das? Warum ist das so erfolgreich? Das kann man, wenn man anknüpft an altes Gedächtnis in einer Gesellschaft. In Gesellschaften, also je, je älter ich werde, desto mehr rede ich über lange Linien. Deswegen übrigens bohre ich auch bei dieser Frage unserem Verhältnis zu den USA so nach. Mhm. Weil ich inzwischen den Verdacht habe, dass es viele Menschen hier gibt, die als Kinder erlebt haben, wie ihre Dreizimmerwohnung Arbeiterviertel äh, Hamburg bombardiert worden ist von Amerikanern. Und die haben das Gefühl, wie bitte, ich war ein Kind und ich war an nichts schuld. Und diese verdammten Amerikaner haben. Mich nicht befreit, sondern haben uns bombardiert. So, kleiner Exkurs, zurück zur alten. Ja. Also, lange Linien der Geschichte. Und das ist, also ich glaube, keine Erfahrung ist tiefer in der russischen und sowjetischen, aber eben russischen Bevölkerung als dieser. Überfall durch die Nazis, wobei wie gesagt, dass sie ihn zusammen zunächst mal mit Stalin begangen haben und dass es diesen Krieg so vielleicht gar nicht hätte geben können, wenn nicht Stalin und Hitler gemeinsame Sachen gegeben hätten und zum Beispiel nicht Stalin dass die polnische Armee, die Stalin die polnische Armee zerstört hätte systematisch. Das alles ist. In Russland nicht bekannt. Es war ja Katyn, die Erschießung der polnischen Offiziere war ja SS gewesen mm. und nicht Stalins Leute. Also Anknüpfen an alte Geschichtsbilder. Aber, aber warum traut sich Putin das öffentlich zu sagen? Selbst die Russen, die russische Bevölkerung weiß doch, wer Zelensky ist. Der war, nein, nein, der, nein, ist nein, russische, nein. der war TV-Star auch ja, in Russland. Fox, nein, 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 Die wissen also, doch, dass er Jude nee, 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 ist. Nein, nein, So ist das nicht. Also nee? wir haben, nein, wir haben im eigenen Team, und wir sind nur ein winziger Teil von vielen anderen, viele erzählen, ich, ich, innerhalb, meiner Familie, innerhalb meiner Familie ist es nicht möglich zu erklären, dass es nicht die Nazis sind, die in der Ukraine herrschen und dass die russische Armee nicht die Ukraine befreit. Wir haben eine Mitarbeiterin, deren Eltern leben im Donbass im besetzten Gebiet der Ukraine. Sie ist lebt in Berlin. Sie ist nicht in der Lage, ihren Eltern zu erklären, dass tatsächlich Selenskyj ähm, für Demokratie und Freiheit steht. Wir haben eine Kollegin, da kämpft ein der Vater auf der ukrainischen Seite und der Onkel auf der russischen Seite. Was? Das, es geht durch unendlich viele Familien. Und was kennzeichnend ist, dass äh, tatsächlich sind ja fast, also ganz viele Ukra heute ukrainische Familien haben, weil es die Sowjetunion gab, Verwandte im Estland, Verwandte in, weiß der Teufel wo, also jedenfalls auch in Russland Verwandte. Und das Zerbrechen von Freundschaften ist, äh, gehört zum Alltag der russischen, ukrainischen Erfahrungen. Jetzt. Weil offenbar diese Beschallung durch Putins Propaganda so ein Wahnsinn ist, dass wir ihn uns heute nicht vorstellen können. Aber ich kann nur sagen: Ich kann immer nur dazu auffordern, 70 oder 80 Jahre in der eigenen Geschichte zurückzugehen, was wir in, unserer, in unserem Volk bereit waren oder was möglich war, über Propaganda für Irrwitzige Vorstellung hervorzurufen, ich, 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 kennen ich, wir aus der eigenen Geschichte. Ich meinte jetzt nur bei Zelensky, ich hatte vor ein paar Wochen so ein fantastisches doku gesehen. Da warst du dabei, da ging es um Zelensky hm. und da habe ich auch gelernt, Natürlich ist er, er ist ja ein jüdischer Präsident, aber mhm. er war ja als Schauspieler und als Entertainer nicht nur im ukrainischen Fernsehen mhm. hochbeliebt, sondern auch in den russischen mhm. Medien. Die Russen kennen ihn mhm. auch. Wobei das mit dem jüdisch sein nicht hilft in Russland. Der Antisemitismus ist sehr verbreitet, ja. ja aber aber, aber okay. ich denke mir dann, wenn Russen das wissen, dass er mhm. jüdisch ist und jetzt der Präsident. Jüdisch hilft in Russland überhaupt nicht mehr. Ja, naja, aber, 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 aber wenn es um die, die Neonazis geht, dann muss doch da auch jeder Russe wissen, wie. Jüdischer Präsident, der in ein Neonaziland führt, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, Putin. Also, wie gesagt, der Blick auf die Shoah hm. ist äh, ein vollkommen anderer in Russland, beziehungsweise es gibt sie fast nicht. Ich habe in, in, ähm, hab ja lange Jahre jetzt in Odessa gearbeitet mit den jüdischen Überlebenden, die durften darüber, dass es eine Shoah gegeben hat, nicht sprechen in der Sowjetunion. Die war tabu. Es gab nur äh, Kämpfer gegen, also große Patriotenkämpfer im großen Vaterländischen Krieg gegen die Faschisten. Mhm. So, weil es einen sehr, sehr weit verbreiteten Antis Antisemitismus gibt, übrigens unter Stalin. Ähm, war die Deportation der Juden in den fernen Osten ähm, äh, vorbereitet. Äh, vorbereitet über die Ärzteprozesse, also Anklage gegen jüdische Ärzte, die angeblich äh, Anschläge äh, vor, geplant hatten. Und nur Stalins Tod hat äh, die jüdische Bevölkerung vor dieser Deportation. Also, auch ein großes Kapitel eines der letzten Arbeiten und Ausstellungen, die Memorial Moskau gemacht hat, ist ein großer, großer Katalog und Ausstellung über sowjetischen Antisemitismus. Memorial haben wir auch mit Wolfgang Eichwede vor ein paar Wochen geredet. Wer das Interview noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Nachdem hm. wir hier mit Mario Elise äh, durch sind. Wir haben noch circa zehn Minuten, bevor Hans mit den Fragen kommt. Ähm, können wir ein bisschen kürzere antworten. Ich habe noch ein paar Fragen. Ja? Go ahead, ich würde Okay. Fragen. Du bist dafür, dass wir schwere Waffen liefern. Also, dass Deutschland schwere Waffen an die, ja, an die Ukraine liefert. Warum und welche? Weil jede Stadt, die die äh, russische Armee nicht einnehmen kann, weniger Leid bedeutet. Ganz einfach. Aber schwere Waffen, da verstehen wir ja. Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, U-Boote, Schiffe... Also, U-Boote können die nicht gebrauchen, Schiffe können die nicht gebrauchen. Sie können aber zum Beispiel gebrauchen ähm, Flugabwehrsysteme und Schiffsabwehrsysteme. Sind das schwere Waffen? Sind mit Sicherheit schwere Waffen. Ja. Ähm, ich bin keine Waffenspezialistin, aber ähm, äh, Schiffsabwehrraketen, die äh, diese russischen Schiffe, die jetzt sozusagen wie eine Perlenschnur im Schwarzen Meer aufgereiht sind vor der ukrainischen Küste, etwa 25 Kilometer vor der Küste, und deren Cruise-Missiles Kiew erreichen können, und zwar präzise, und meine Stadt Odessa, wo ich seit sechs Wochen sozusagen mit Ihnen immer wieder im Kontakt bin, morgen auch wieder verabredet. Wir können noch miteinander telefonieren. Ich bete zum Himmel, dass es möglich wird, dass diese Schiffe versenkt werden, bevor die Cruise Missiles die Stadt Odessa zu dem nächsten Mariupol machen. Schwere Panzer, äh, also nee, Kampfpanzer werden ja auch schwere Waffen, da zu sagen, aber alle Experten, egal auf welcher Seite, ob eine deutsche, amerikanische, alles Mögliche, die brauchen neun bis zwölf Monate Einarbeitungszeit. Äh, vier, mein Lieber. Also vier? das, ja. Da bin ich nun okay. inzwischen Experte. Aber vier Monate sind trotzdem. Ja, vier Monate sind lang. Deswegen wäre es so gut gewesen. Wir hätten ernst genommen im vergangenen Oktober diesen Aufmarsch und nicht gedacht, wir reden nochmal mit Putin. Ich glaube, Herr Macron hat 20 Mal mit ihm telefoniert im März. Und der Besuch gestern des österreichischen Kanzlers ist groß zelebriert worden als seht mal, sie kommt schon wieder zu uns. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, diese Marder, äh, um die es da geht, äh, die Einarbeitungszeit für die gar nicht mal für die Panzerfahrer, sondern für die Wartungscrews wird vier Monate. Würde wird vier Monate bedeuten. Das große Problem ist, dass äh, gangfähige Panzer Deutschland nicht hergeben kann, weil wir so wenig Militärische Ausrüstung haben, dass wir dann innerhalb der NATO unsere Rolle nicht mehr erfüllen könnten. Warum forderst du eine Flugverbotszone? Weil jede Bombe, jede Splitterbombe, jede, jedes Schelling, Artillerie, Zivilisten trifft. Ich bin äh, in der Kinderklinik, in der größten Kinderklinik von Kiew gewesen. Dort werden die kinder hintransportiert falls sie lebend kiew erreichen aus dem osten da werden den kindern aus dem körper fünf markstück große metallstücke herausoperiert und größere das sind diese splitterbomben die eingesetzt werden und ich kann nur sagen wenn es kein einziges flugzeug mehr gäbe was über den städten Bombenabwurf, das Theater von Mariupol ist so zerstört worden, das Entbindungsheim von Mariupol, die Kinderklinik von Mariupol. Systematisch alles, was ziviles Leben hm. möglich macht. Aber Artillerie ist ja jetzt nicht Fliegen, kein Flugverbot. Das ist eine Mischung. Wir haben als, als militärischen Einsatz eine Mischung aus Flugzeugen, die bombardieren aus der Luft, aus Artillerie, die... In den Stellungen vor den Städten ist, äh, plus dazu äh, die, den Einsatz, wie gesagt, von diesen Splitterbomben, die international geächtet sind. Aber wenn wir, wir NATO, sage ich mal, eine Flugverbotszone einrichten würden, das würde ja bedeuten, dass wir russische Flugzeuge abschießen müssen. Genau. Deswegen, und, und dass wir russische Bodenstellungen angreifen müssen, damit die unsere Flugzeuge nicht abschießen. Genau. Deswegen äh, habe ich äh, mich dem Close, äh, Close the Sky äh, angeschlossen äh, mit der Forderung, dass das ukrainische Militär von uns so ausgestattet wird, dass es selber den Himmel schließen kann. Also genau durch Flugabwehr. Äh, Raketen, durch Schiffsabwehrraketen äh, selber unmöglich machen kann, dass dieser Krieg aus der Luft weitergeführt wird. Also du forderst nicht, dass Deutsche oder Amerikaner die Flugverbotszone... Ich habe nicht gefordert, dass die NATO diese Flugverbotszone durchsetzt, sondern deswegen bin ich auch so massiv für Waffenlieferungen. Und zwar nicht, dass wir meinen, wir entscheiden jetzt, was die Ukrainer brauchen könnten, sondern die Ukrainer müssen uns sagen dass sie gebrauchen können, damit sie ihre zivile Bevölkerung schützen können. Und ist es das realistisch, dass quasi die Ukrainer selbst eine Flugverbotszone errichten können? Also jedenfalls ist jede Befähigung äh, und jede zusätzliche Ausstattung mit diesen Abwehrsystemen äh, ist eine Verminderung der Angriffsmöglichkeiten aus der Luft. Wo, wo ziehst du die Grenze, wie weit wir der Ukraine, der wir helfen müssen, weil sie sie verteidigen muss. Wie weit wir ihnen helfen, damit es nicht zu einem Kriegseintritt unserer Seite kommt und so wir den dritten Weltkrieg haben. Also äh, Was, wo sich du die Grenze? Bis ich, dahin ist, können wir es machen. Äh, dem Völkerrecht nach ist klar, dass Putin einen Angriffskrieg geführt hat. Das Völkerrecht gestattet jede Ausrüstung. Von demjenigen, der sich gegen so einen Angriffskrieg wehrt, durch Dritte. Mhm. Jede. Mhm. So. Also, das heißt. Ach, Atombomben, oder was? Na, Atombomben nicht. Darüber <laughs> okay. nee, weil du es hast gibt kein, hast, ist ne? der Ersteinsatz von Atombomben ist auch geächtet. Gut. Also, wir reden über alles, was konventionell ist, wobei ich weiß nicht, ob Drohnen und so weiter noch unter konventionell fallen. Also, mhm. ähm, so. Und. Ob irgendwann Putin, wenn er droht, den Krieg zu verlieren und anfängt zu rasen, sagt, das ist ja nur, weil ihr von der NATO die Ukraine ausgestattet habt. Das kann ich dir nicht sagen. Niemand kann dir das sagen. Es kann, kann dir aber auch niemand sagen. Ob, also dann frage ich zurück, bedeutet das, dass wir... Putin die Ukraine geben müssen. Too bad, Vernichtung des Landes und seiner Bevölkerung nee. müssen wir hinnehmen. Ich wollte nur wissen, wo du die Grenze ziehst. Also ich habe jetzt so verstanden, Marie-Louise Beck sagt, alles was konventionell was die Ukrainer brauchen, fordern, was genau was sie fordern, Bis was sie brauchen, um was und konventionelle Atomborben Waffen. Über Atomwaffen wird sind. nicht geredet. Wobei das pikante ja ist, dass die Ukrainer 1994, weil wir vom Westen sie dazu aufgefordert haben. Mhm alle ihre Atomsprengköpfe abgegeben haben und akzeptiert haben, dass Russland seine behält. Dafür haben die Vereinigten Staaten Großbritannien und Russland Ihnen garantiert, ihr werdet nicht angegriffen werden und eure Souveränität behalten. Die beiden letzten Fragen von mir. Wie werden die Russen Putin los? Niemand weiß das. Es gibt Was erhoffst du dir? Ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass äh, der liebe Herrgott Putin heute zu sich nimmt. Das wäre die gnädigste Lösung. Was ist die wahrscheinliche Lösung? Es, es gibt keine wahrscheinliche Lösung. Es gibt viele, die sagen, dieser Krieg ist der, Ende, das, der Anfang vom Ende Putins. Äh, alle meine russischen Freunde sagen, er nimmt uns unser Russland, er vernichtet Russland, er führt Russland in die Isolation und in die Armut. Und das ist auch so. Mhm. Also die äh, deutschen Firmen ziehen sich alle zurück. Ja. Es ist also ähm, insofern ist diese. Vernichtung des Landes tatsächlich. Nicht umsonst haben bereits über 300.000 junge, gut ausgebildete Russen das Land verlassen, weil sie keine Zukunft mehr sehen in diesem Land. Ob das dazu führen wird, dass in ein bis zwei Jahren selbst innerhalb der Machthierarchie, und ich vermute, das muss der Geheimdienstapparat oder das Militär sein, die sagen, Augenblick, den Weg gemeinsam in den Ruinen, den wollen wir jetzt nicht mehr mitgehen. Das kann niemand vorhersagen. Tut ihr denn was, also als Zentrum Liberale, Moderne, dafür, dass quasi die Zivilgesellschaft demokratisch dieses System, das ist ja nicht nur Putin, dieses System stürzt? Ich bin immer ein bisschen aufgebracht wenn hier äh, unter anderem kluge Professoren sagen, also die russische Opposition, die darf das Land nicht verlassen, weil ähm, die muss von innen heraus das Regime äh, stürzen. Da kann ich nur sagen, der mutige Orlov, der sich auf den roten Platz gestellt hat, um gegen den Krieg zu produzieren, konnte das genau 30 Sekunden tun und ist jetzt in Haft. Ich weiß nicht, ob er genau wie Nawalny im Gulag landen wird. Derzeit, und auch das sollte uns mit unserer deutschen Geschichte nicht so ganz fremd sein, dass ein Land so totalitär wird, dass die Chancen, es von innen heraus, diese totalitär machtlos zu werden, sehr, sehr minimal sind. Und ich kann nur sagen, alle unsere Freunde, mit denen wir gehofft hatten, es könnte eine Opposition aufgebaut werden, die eines Tages so machtvoll wird, dass sie die Chance hat, dieses äh, zunächst autoritäre, dann diktatorische, jetzt totalitäre und Völk Völkerbreche, also völkermordende System Putin loszuwerden. Die sind jetzt leider alle in Berlin, in Israel, in New York außerhalb des Landes. Fast alle. Letzte Frage von mir. Ja, am Ende enden alle Kriege in Verhandlungen. Wie sehen, wie, wie, können, wie kann eine gesichtswahrende Lösung für beide Seiten aussehen und wer könnte die Moderatorenrolle übernehmen bei solchen Verhandlungen? Ähm, Putins Gesicht interessiert mich nicht und ich glaube auch die Ukrainer sind an Putins Gesicht im Augenblick herzlich wenig interessiert. Und äh, wenn, es, wenn wir uns alle einig sind, dass es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht und ich bin mir sicher, dass auch der Völkermord festgestellt wird und den hat dann Putin zu verantworten. Also die Gesichtswahrung interessiert mich nicht. Aber die nicht, am Ende müssen wir mit dem, also wir Aber oder die nicht, Ukraine müssen mit um dem Gesichtswahrung. Es geht nicht um Gesichtswahrung, sondern es geht darum... Ja, für Putin schon, im eigenen Land. Das ist, ist mir vollkommen wurscht. Okay. So, und das wird auch ist auch den Ukrainern vollkommen wurscht. Ja, das, das will ich das nur sagen. Logisch. Und entscheiden tun die Ukrainer und nicht wir. Wichtig. Ja. Ja? nicht nochmal mal Normandie. Deutschland und Frankreich sagen, wir machen das für oder euch. Dann streich so. das Gesichtswahn. Wie, könnten, wie könnte eine Verhandlungslösung aussehen? Ich kann es jetzt nicht sagen. Es wird davon abhängen, wie erfolgreich äh, die ukrainische Armee bleibt mhm. oder wie erfolgreich die russische Armee wird. Mhm. Ähm, es kann sein, und das ist eine dramatische Entscheidungssituation, dass das die russische Armee so brutal, gnadenlos und nur noch im Vernichtungsrausch ist. Und der syrische, der, der russische Offizier aus Syrien verspricht nichts Gutes. Dass gnadenlos das Land und seine Bevölkerung zerstört werden. Aus der Luft zum Beispiel. Kharkiv, Dnipropetrovsk, die nächsten beiden Städte, vielleicht ähm, Odessa. Und dann wird eine Regierung Zelensky vor der Frage stehen, kämpfen wir weiter bis zum letzten oder gehen wir in Verhandlungen, in denen wir keine Position der Stärke haben. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob Putin bereit ist zu verhandeln oder ob Putin nicht zunächst mal nur das Land im Blitzkrieg erobern wollte, jetzt aber das also, Land das vernichten will. Ich kann nur sagen, meine wunderbare, großartige, kluge, erfahrene Freundin Irina Scherbakowa von Memorial, die ihr ganzes Leben... Gegen den Stalinismus gearbeitet hat. Die hat vor drei Tagen zu mir gesagt: Marie, er wird das Land vernichten. Trauriges Ende, aber damit hören wir auf. Marie-Louise, danke für deine Zeit. Du beantwortest jetzt noch die Fragen von Hans. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dem Publikum auch. Ein bisschen haben wir uns ja gekabbelt. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Du wurdest fair behandelt. Und wir müssen, wir, wir müssen einfach nächstes Mal immer über deine Karriere reden, weil sonst rede ich bei junger If immer über den Werdegang. Haben wir heute gar nicht gemacht. Nee. Du hast es nebenbei immer erzählt. Auch unerheblich. Kommst du nochmal wieder? Gerne. Gut. Jetzt viel Spaß mit Hans. <laughs> Marie, hast du noch was zu trinken oder möchtest ja, du? Noch ja, was? ja, ein bisschen ja? kalter Tee reicht. <laughs> okay, ich mache mal einen Disclaimer. Wir haben beide eine Bremer-Vergangenheit und. Ich glaube, wir haben Teile dieser Themen äh, in Bremen schon vor 25 oder 30 Jahren. 25 äh, 25 ja. Jahren etwa äh, diskutiert. Diesen einen biografischen Punkt möchte ich dann doch äh, machen, weil ich mich selbst daran erinnere. In welcher Weise war äh, Srebrenica für dich, glaube ich, ein Wendepunkt in deinem politischen Leben? Also bei mir war es nicht Srebrenica, mhm. weil ich eben ab 1993 in die Enkla Enklaven reingefahren bin und Srebrenica war das Offensichtlichste. Ja. Aber diese Form von äh, brutalem Mord an ziviler Bevölkerung, weil sie vermeintlich einer Ethnie zugehört, nämlich den muslimischen Bosnien, die hat es in vielen, vielen, vielen bosnischen Städten übrigens auch in der kroatischen Stadt Vukovar vorhergegeben. Und ich bin im äh, Juni 1993 zum ersten Mal aus so einer Enklave zurückgekommen, Senica, äh, nach Deutschland wieder und äh, war der festen Meinung, dass militärisch Interveniert werden muss. Warum? Weil äh, wir die Verpflichtung haben, äh, Menschen zu schützen, die sich nicht selber schützen können. Bist du eine Bellizistin? Großer Unfug. Ich bin eine Menschenrechtsaktivistin. Die aber sagt, wenn Menschenrechte verletzt werden, muss militärisch reingegangen werden, kann, muss Krieg geführt werden. Man das kann ist, es nicht immer und überall, aber ist derjenige, der gefordert hat, die Gleise von Auschwitz zu bombardieren, ein Belizist gewesen? Ich weiß nicht, ob der Vergleich angemessen ist. Warum nicht? Ähm, Völkermord? Ja, aber Auschwitz und der Holocaust, das halte ich immer noch für eine ähm, absolut singuläre... Einmalige Form von Kriegsverbrechen, von Genozid und bei aller Grausamkeit, die wir in anderen Bereichen erleben, ich tue mich schwer, damit es gleichsetzen zu wollen. Im Augenblick, also das ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Äh, Auschwitz ist ein einzigartiger Genozid in ja. der Form, wie es, wie dieser Genozid vollzogen worden ist, aber es ist dann im Gefolge von Auschwitz und von dem Nationalsozialismus, übrigens auch der Shoah durch Kugeln, Ukraine, ist die Genozidkonvention 1948 gemacht worden, um Genozide zu verhindern. Und da wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen einem größeren und einem kleineren Genozid. Es gibt kein Genozid erster, zweiter und dritter Klasse. Es ist die das verhungern lassen von 1,5 Millionen Armeniern also die Singularität der Shoah bestreite ich überhaupt nicht aber es ist nicht der Genozidbegriff reserviert für die Shoah sondern im gefolge der Shoah ist der Genozidbegriff und der Sachverhalt völkerrechtlich gefasst worden. Und in, wiederum, es ist spannend, dass in Bosnien es Marek Edelmann war, ein Überlebender aus dem Warschauer Ghetto, der gefordert hat, sehr früh, so wie wir 93 interveniert. Und jetzt ist es in der Washington Post ein ukrainischer Jude, der in der Washington Post schreibt, Selbstverständlich ist es Genozid. Und Kofi Annan hat wegen der Genoziderfahrung in Srebrenica, also Bosnien, und in Ruanda 1994, hat gesagt: Das ist die, die eigentliche Niederlage meines Amtes. Und daraus ist dann die Responsibility to protect geworden, die Verantwortung zu schützen. Und das ist mein Grundsatz. So viel zur Belizistin. Ja. Ähm es gibt einige von euch, die sagen, dieser belehrende Zeigefinger von Marie-Louise kann sie und das nicht Und die Emotionalität. Lassen? Die Emotionalität nicht. Sie fanden einige finden die Geste belehrend. So. Hans, lass dir das nicht gefallen. Ich sage jetzt mal, ich finde das als Ausdruck von Engagement und äh, Empathie. Ich fühle mich nicht belehrt, also ich kann damit ganz gut lesen. Ich auch. <laughs> Ja, naja. <laughs> ich auch. Also ich ich, ich ja, ja. kenne das alles. Ja. Du bist viel zu emotional, Marie. Ja, du bist belehrend, sagen immer die Leute, die nicht gerne hören wollen, was ich sage. Ja, aber du belehrst doch manchmal auch gerne. Ist was doch heißt belehren? Ich äh, vertrete be Standpunkte. Ja, ja. Was soll das mit dem Belehren? Belehren ist, denn, ist eine Zuschreibung, eine Negativzuschreibung. Findest so. du? Ja, aber, aber, aber hallo. Mhm. Und dann kommen noch die Lehrerin So, <laughs> also ich sage, ich belehre hier überhaupt niemanden, ich habe bestimmtes Wissen ja. und äh, ich habe Überzeugung, die vertrete ich und es kann jeder weggehen und kann sagen, das sehe ich anders, äh, gegen mich argumentieren etc. Pp. Was soll das mit der Emotionalität und mit dem belehren? Ja, ich habe, wie gesagt, okay, emotional nicht. Ich, geb, ich, ich sag, beantworte ja nur Fragen. Ich fühle mich nicht belehrt. Wir kommen jetzt zu Fragen. Okay. Äh, das sind einige, die ihr schon gestreift habt, aber sie kamen explizit. Joldes Kett fragt, warum wird dann eben doch mit zweierlei Maß gemessen bei kriegerischen Handlungen und auch bei Kriegsverbrechen zwischen USA und Russland? Also, das haben das ist, verschiedene äh, wahrgenommen. Es gibt gar nicht unbedingt auf dich bezogen, ja. aber in der politischen Debatte, gerade im Westen, werde mit zweierlei Maß gemessen. Also, das sehe ich nicht. Ich denke, wenn man also. Wenn man zurückdenkt, der lange lange russische Afghanistan-Krieg, mhm. über den wir kaum etwas wissen. Wir kennen nur die amerikanische Intervention, bei der wir mit dabei waren, irgendwie 40 Nationen, weil wir meinten, wir könnten das Land aufbauen. Ja. Ja, weil wir meinten, wir könnten, kann mich noch erinnern, Freiheit für die Frauen. Sie werfen den Chador weg. Ich bin viel in Afghanistan gewesen. So die, die russische Intervention war eine ganz, ganz brutale, genau wie in Syrien. Und ich sehe nicht, dass äh, ich überlege gerade amerikanische Interventionen, die wir nicht mitgemacht haben, Irak, da haben wir nicht mitgemacht, mhm. Vietnam, absoluter, bei uns im Westen, absolute äh, Demonstration. Äh, das ist alles da gewesen bei uns im amerikanischen Volk selber anders als in Russland, wo das nicht möglich ist. Also das mit dem zweierlei Maß. Ja, naja, aber es nicht. Also weil du sagst, äh, russischer Afghanistankrieg, ja, das Najibullah-Regime wurde sozusagen gewaltsam von Russland äh, nur am Leben äh, erhalten. Auf der anderen Seite ähm, US-Drohnen äh, über Afghanistan, das ist eine besonders heimtückische Form der, der Kriegsführung. Ähm, wurde die in ähnlicher Weise scharf verurteilt, wirklich? Ähm, die, die, ähm, ja, also alles, was Angriff auf Zivilbevölkerung war, die gewollte Angriff gewesen wäre. Wir haben in Afghanistan unendlich viele, ähm, wie gesagt, wir, muss ja sagen, mhm. wir. Weil wir sind ja, das sind 40 ja. Nationen, 40 ja. Nationen in Afghanistan. Ja, aber die Deutschen haben die Brunnen gebohrt und äh, nee, die nee, Schulen nee, nee. aufgebaut. Naja. Die Amerikaner auch. Ja. USAID hat ein Vielfaches an humanitärer und unterstützender Hilfe nach Afghanistan reingebracht gegenüber uns. Da wir, also ich aber glaube. Aber die Drohnen haben die Amerikaner schon auch gesteuert, richtig? Bitte? Die Drohnen. Haben, schon natürlich von haben sie sie gesteuert, ja. in dem Versuch, die Rückkehr der Taliban zu verhindern. Hm. Da kann man immer noch sagen, der Versuch war falsch, man hätte es von vornherein lassen sollen oder es hat sogar da Kriegsverbrechen gegeben, es sind Soldaten durchgedreht, was gibt es alles im Krieg. Aber äh, ich kann nur noch mal sagen, das Bündnis der 40 Nationen war da, damit die Taliban nicht zurückkommen. Und sie sind zurückgekommen ja. und wies. Ja, und wir wissen, also es gibt ja auch immer noch Analysen, warum es zu dem desaströsen äh, Finale dann kam, zu dem es gekommen ist. Aber das, das können wir jetzt okay. nicht diskutieren. Ähm, Nochmal äh, zurück, Ukraine. Ähm, P. Bauer fragt, warum haben die osteuropäischen Länder Putins Drohungen viel ernster genommen als der Westen? Weil sie die eigene Erfahrung haben, dass die Sowjetunion und davor das zaristische Russland äh, zu vielen Gewalttaten bereit sind, wobei in Bezug auf Polen man immer wieder sagen muss und das ist das Drama: Deutschland und Russland gemeinsam. Polen ist dreimal geteilt worden ja. und zwar sowohl vom zaristischen Russland als auch dem habsburgischen Österreich als auch dem preußischen Königreich, also Polen und andere Länder haben die Erfahrung gemacht, entweder das Übel kommt aus dem Osten oder es kommt aus dem Westen und das kann heißen Russland, das kann heißen Deutschland. Traumflug fragt, wie viel ist dran an der Behauptung, an der behaupteten Bedrohung Russlands durch die NATO oder an militärischen Überlegungen oder ist das nur vorgeschoben, das Bedrohungsszenario um Eroberung also durch Putin jetzt zu rechtfertigen? Seit unendlich vielen Jahren sagen die russischen Demokraten, die demokratische Opposition, Putin hat keine Angst vor der NATO, sondern er hat Angst vor den bunten, also den demokratischen Revolutionen in den Ländern um ihn herum. Georgien, Moldawien, Ukraine, Polen im Sinne einer Befreiung, weil... Wenn dieser demokratische Bacillus in Anführungszeichen nach, in, nach Russland, ins Putin-Russland kommt, dann ist das Ende der Putin-Herrschaft. Roland Weinert, zwei Fragen. Erstens, warum haben die USA, die NATO sowie auch die EU nach 2007 die russische Föderation und damit auch Putin an den Katzentisch der Weltgeschichte gesetzt? Zweitens, wieso hat der Westen, den Ukraine-Krieg als Kollateralschaden billigend in Kauf genommen. Also haben wir eine Mitverantwortung mal, ich, ich, für das. Zwei, beide Sachen kann okay. ich jetzt nicht hintereinander Gut, mit die, der ersten. Ja, erste äh, war, Russland am Katzentisch? Ja. Äh, als nach 2007 Russland am Katzentisch, äh, Obama Regionalmacht. Warum haben wir das? Da, also Augenblick mal. Diese Regionalmachtsaussage mhm. ist eine der am meisten verkürzten Zitate. Übrigens wunderbar auch, wie äh, Propaganda und dann auch Verselbstständigung laufen kann. Obama, der ja ein Reset mit Russland wollte, wenn ich daran mal erinnern darf, ja, eine neue, neue Beziehung, Hillary Clinton mit mhm. dem Reset-Button, so, der hat gesagt, und in diesem Zusammenhang ist diese Regionalmachtsäußerung ähm, äh, gefallen, niemand muss mehr vor Russland Angst haben, es ist nur noch eine Regionalmacht was auch stimmt denn russland hat das bruttosozialprodukt etwa von der größe spaniens. Ja. das zur regionalmacht so. und es gibt einen brief von clinton in dem er russland sagt es ist sogar denkbar dass ihr eines tages der nato beitritt. deswegen ist der russland nato rat eingerichtet worden. Aber als russland beitreten wollte, wurde es abgelehnt. Wann hat Russland einen NATO-Beitritt angeboten? Äh, Russland, Russland wollte gerne äh, der NATO beitreten, das wurde abgelehnt. Ich, ich, ja. Das möchte ich gerne bitte. Ja. Eigentlich würde man jetzt googeln mit dem Handy, ja. weil ich nicht weiß, wann jemals ja. Russland den Antrag auf NATO-Beitritt gestellt hat, ja. sondern wie gesagt 2004 NATO-Russland-Rat als Angebot. Und es gibt kein einziges nicht-NATO-Land, das so wie Russland seine Schreibtische und seine äh, äh, Zimmer im NATO-Gebäude hatte. Mhm. Vielleicht äh, findet das jemand im Hintergrund während der Sehr wir gut. Noch, äh, Googelt äh, doch raus. bitte mal, ja, ja. wann Russland äh, den Antrag auf nein, Beitritt es, es zur gab, NATO. Nein, 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 es war kein formaler Antrag, aber es gab politische Meinungsäußerungen. Dass äh, gesagt wurde, warum wir könnten ja eigentlich auch Mitglied der NATO werden, das wurde abgelehnt. Von wem das, das war, war, wie gesagt, ich kenne den Clinton-Brief, der ja, okay. das Russland in Aussicht stellt. Gut, äh, Kontraktiv äh, fragt, wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass der Ukraine-Konflikt zum Dritten Weltkrieg führt? Das kann ich nicht sagen. Äh, ich fürchte, dass falls Russland diesen Krieg gewinnt also er auf jeden Fall sofort Georgien und Moldawien überfallen mhm. wird. Und ich fürchte, dass er dann äh, die baltischen Staaten abschneiden wird. Mit der Begründung, er braucht eine Landverbindung nach Kaliningrad. Das sind 60 Kilometer. Mhm. Ähm, und dann hat Putin das, von dem ich glaube, um das es ihm eigentlich geht, nämlich zu zeigen, dass der Westen und die NATO ein Papiertiger sind. Wir werden nämlich dann genauso wie jetzt auch überlegen müssen, ob Putin bereit sein wird, Atomwaffen einzusetzen. Wir haben keine in Deutschland. Nee, aber wenn er die baltischen Staaten angreifen würde, wäre das der Bündnisfall. Aber der Bündnisfall muss nicht beantwortet werden. Mhm. Ähm, eigentlich auch dazu passen, glaubst du es von Bill Crane, Glaubst du, es war ein Fehler, dass die NATO nach 1991, also Ende der Sowjetunion, yeah. weiter existierte? Nein. Weil war richtig so? Ja. Mhm. Aber wenn es doch nur eine National. Ähm, gut. Jelzin äh, am 20. Dezember 1991, NATO-Beitritt sei ein langfristiges politisches Ziel Russlands. Die Frage, also eine, ein Wunsch Jelzin. Von, von Jelzin. Von ja. Ah ja, ja. von, von Jelzin. Ähm, die Frage, äh, ja, also das war sozusagen genau. Jelzins Wunsch, genau. wurde aber von Seiten der NATO zurückgewiesen. Sagst du, äh, ja. wie gesagt, äh, bitte, ja. ich bitte um Belege, ja. ja, das bin ich nach wie vor äh, oh. nicht äh, mhm. bereit äh, hier so stehen zu lassen. Mhm. Ich kann nur sagen, Bill Clinton, Brief an Jelzin, das ist vorstellbar. Und ich kann nur sagen, mit dem Jahr 2000 und dem... Griff des KGB-Vertreters Putin zur Macht war vollkommen klar, dass das Drehbuch ein ganz anderes war, als der NATO beizutreten und einen demokratischen Staat aufzubauen. Ähm, Na dem Abdel al äh, tragen wir als Westen, geht noch mal Afghanistan, tragen wir als Westen nicht eine Mitschuld an der Rückwärtsbewegung Afghanistans. Ähm das finde ich schwer zu beantworten. Wenn man ganz weit zurückgeht, kann man sagen, natürlich war die Tatsache, und so viel zu Double Standards und sowas benenne mhm. ich, die Tatsache, dass mit, dem russischen, äh, mit der russischen Intervention in Afghanistan, die total brutal war, wenn ich es richtig erinnere, 1,5 Millionen Zivilisten das Leben gekostet hat, haben die Amerikaner, also CIA vor allen Dingen, mhm. Die Taliban gestärkt, gestärkt und ja. finanziert, die in Pakistan waren. Und insofern muss man sagen, ist da tatsächlich nach dem Motto, dein Feind ist unser Freund, mhm. ist da etwas äh, ins Leben gerufen worden, ein Geist aus der Flasche geholt worden, der äh, jetzt ja, wieder sein Unwesen treibt. Ähm, jetzt wieder stärker Ukraine-Russland. Jürgen Peter fragt, kann man den Umfragen zur russischen Zustimmung zum Krieg, zum Ukraine-Krieg vertrauen? Die sagen ja 60, 80, 70, 80 Prozent. Ja. Also äh, in einem totalitären Staat, äh, in dem das Wort Krieg verboten ist, mhm. sind Umfragen zu machen, so wie bei uns, äh, gibt einen Anruf und ich sage meine Meinung, äh, eher nicht so sehr viel wert. Aber dass weite Teile... Vielleicht die Hälfte, vielleicht 55, das weiß niemand, tatsächlich denken, diese Intervention von Russland ist gerechtfertigt. Das kann man leider wohl nicht wegdiskutieren. Jeremy Bronson, wird Putin Atombomben einsetzen? Äh, wird die USA im Bündnisfall einschreiten? Hatten wir eben eigentlich schon. Ja, gut, im, die Frage sagen. ist, ob die USA, also ob Putin Atombomben einsetzen mhm. wird. Weiß ich nicht, mhm. niemand weiß das. Bisher wird gesagt, das ist ja ein Zweischlüsselsystem, wir sehen nicht, dass das ansteht. Das Schwierige für uns würde sein, dass die Amerikaner uns atomar verteidigen müssten. Und ob sie das tun, weil sie dann den russischen Zweitschlag auf ihren Kontinent ziehen, who knows. Ähm, Ismail 04, äh, Ex-Brigadegeneral Erich, ich glaube Erich Pfad war gemeint, ähm, erwarnt vor einem eventuellen Dritten Weltkrieg, äh, wenn der Ukraine schwere Waffen äh, geliefert würden. Hat er recht? Also das würde im Umkehrschluss bedeuten, die Ukraine muss geopfert werden. Und äh, das bin ich nicht bereit zu denken. Mhm. und man kann genauso gut sagen, wenn es den Ukrainern gelingt, Putin zu besiegen, ist die Gefahr, dass Moldawien, Georgien, irgendwann das Baltikum und damit wir dran sind, gebannt. Also du, du siehst da sozusagen äh, eine, eine eigene, eigene ich Form sehe von, von, von Domino. Schutz. Ich sehe, dass die Ukrain, der ukrainische Erfolg ein Schutz für uns wäre und ist. Bernie Smock, wie wird die Welt, egal wie der Krieg ausgeht, mit Russland umgehen, politisch, wirtschaftlich, kulturell? Das wird auch nicht für die Welt gleichermaßen gelten. China wird das anders handhaben, die mit Menschenrechtsverletzungen mhm. keine Probleme haben. Ich sage nur die Uiguren. Interessant ist, dass hier westliche Firmen sagen, für uns ist Russland vorbei. Wir ziehen uns zurück. Wir als Deutschland haben uns ja systematisch 20 Jahre lang in die Abhängigkeit von russischen äh, fossilen äh, Energien begeben. Ich hoffe, dass wir da möglichst schnell rauskommen, damit wir dieses System nicht weiter finanzieren müssen. Must Max Damann, ähm, wie wird der Krieg ausgehen? Wie lange wird er dauern? Wer wird Gewinner sein? Wie sehen Grenzen am Ende aus? Kannst keine, du zu dieser, einer? keine dieser Fragen kann ich beantworten. Scharfe Kritik von Karin D. Du redest so einen Quark, sagt sie. Mhm. Ähm, wir haben ähm, wissentlich die Bedenken, Proteste und Warnungen gegenüber NATO-Osterweiterung ignoriert. Und das haben wir jetzt davon. Zusammenfassung, wir haben den... Worst case, also genau. den Krieg äh, provoziert. Der Kreml würde ähm, klatschen bei dieser Einschätzung und es wird ja alles noch viel schlimmer, weil ja jetzt auch noch Finnland und Schweden in die, in die NATO, NATO, NATO wollen. wollen und das dürfen wir gar nicht machen, weil wir Russland nicht provozieren dürfen, aber die wollen da reiten, weil sie sich bedroht fühlen von Russland. Der Don, welche chemischen Waffen hat Russland in der Vergangenheit äh, eingesetzt? Und welche Wirkung haben diese auf den menschlichen Körper? Also es gibt eine große Vielzahl von chemischen und biologischen Waffen. Ich bin da kein Experte. Ich kann nur sagen, in Syrien sind sie offensichtlich eingesetzt worden. Das war diese rote Linie von Obama. Und biologische, dass Russland biologische Waffen haben, wissen wir seit der Vergiftung von Skripal und Nawalny. Der Einsatz der chemischen Waffen in äh, Syrien ist höchst umstritten, auch was es von Seiten äh, der Untersuchungskommission der Vereinten Nationen gibt. Das ist sozusagen, da steht immer noch Aussage gegen Aussage. Was macht dich sicher, dass es äh, die Assad-Regierung war mit russischer Unterstützung, die die chemischen Waffen eingesetzt haben? Soll ich jetzt im Umkehr sagen, äh, das waren. Äh CIA, türkische. Nee, ich frage so. nur, was dich sicher macht, dass es russische äh, Einsätze waren. Das ist, Russische habe ich. nein, oder. Das, syrische. Das ist, ja. Dass das Assad ist, ja. chemische äh, Waffen hatte, mhm. ist, wenn ich mich richtig erinnere, von den Untersuchungskommissionen bestätigt worden. Dass er sie hatte, ja. Aber ob genau. sie eingesetzt worden sind, Das ist da, immer ist, sehr schwierig. Ja. Wir werden auch vermutlich in Mariupol, wo seit heute Morgen die Nachricht in der Öffentlichkeit ist, dass dort zum ersten Mal Phosphor eingesetzt worden ist, da keine äh, internationalen, unabhängigen Beobachter vor Ort sind, naturwü naturwüchsigerweise, mhm. ist es dann offenbar hinterher oft gar nicht mehr möglich. Ähm, Robert schicken Ferrari was es für Namen gibt. Ähm, was ist das Endgame in Bezug auf diesen Krieg und ähm, welche diplomatischen Lösungen kannst du dir vorstellen? Also wie gesagt, die diplomatischen Lösungen müssen sich äh, die Ukrainer selbst vorstellen können. Ähm, das können wir nicht bestimmen von mhm. hier aus und das Endgame kenne ich zum Glück auch nicht und ich hoffe, dass ein Endgame äh, Russland gegen die NATO oder dass das verhindert wird, indem das russische Militär keinen Erfolg hat in der Ukraine. Hier kommt noch mal eine ähm, Recherche in Sachen Russland-NATO-Beitritt nach 9/11. Also 2001 brachte Putin nochmals einen NATO-Beitritt ins Spiel. Wurde auch Spiel. nicht realisiert. Mhm. Naja, gut. ja gut, aber weil du sagtest, Putin war dann was ganz anderes. In dem Fall war es äh, Putin, nur als Information. Und eine Korrektur, wir haben keine Atomwaffen in Deutschland. Es lagern aber welche hier. Acht, Acht ja, ja. Atomsprengköpfe. Ja, das sind... Über die wir nicht selber verfügen. Nee, aber insofern, sie sind physisch hier. Ähm, Martin, welchen Wert hat das internationale Recht... Wenn sich mächtige Staaten einfach drüber wegsetzen können, sind Figuren wie Bush oder Putin nicht äh, in der Hinsicht einfach unantastbar. Nein, äh, des, also an, erstrebenswert ist das internationales Recht. Deswegen heißt es, international für alle gilt und sich dem niemand entzieht. Mhm. Ähm, so die Unantastbarkeit von Bush und Putin. Ist natürlich nicht gleichzusetzen. Also, ich kann nur Die sagen, nicht Nixon, ja. Nein. Also Nixon ist ja. antastbar gewesen, weil ja. es in den Vereinigten Staaten einen Rechtsstaat gibt. Das ja. ist der Unterschied. Ja, aber wir reden hier von sozusagen und internationalem Recht und vor internationaler Rechtsprechung. Menschen, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, Menschen zu zitieren. Diese Option besteht realistischerweise gegenüber Putin oder wie es hier gesagt wurde, das Bush nicht. Das stimmt nicht, nicht nee. weil nach der Genozidkonvention, die haben sowohl äh, damals die Sowjetunion als auch die USA unterschrieben, als auch Russland. Das heißt nach der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozidkonvention sind wären hypothetisch alle diese Staatschefs mit zur Verantwortung. Zu also wenn Putin Ob sie dann ausgeliefert werden ja. von ihren nationalen Regierungen, ist eine andere Frage. Ja, das bedeutet, Putin könnte nie zu einer UN-Vollversammlung in den USA reisen, weil er damit rechnen müsste, dass man ihn dort äh, festnimmt. Und, genau. Ah, interessante Vorstellung, ähm, Jörg. Beber fragt, mich würde interessieren, wie du zur Antikommunistin mutiert bist. Einfach durch Popper-Lektüre oder gab es traumatische Erfahrungen? Und warum sollten Sozialismus und offene Gesellschaft sich ausschließen? Ja, wenn es nur irgendwo mal wirklich belegt wäre, dass es gehen würde. Äh, viele haben ja gesagt Kuba 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 mhm. bis dann klar wurde dass das wohl in Kuba irgendwie auch nicht so dolle war dann sind viele nochmal nach Nicaragua gepilgert in der Hoffnung es gäbe jetzt endlich mal ein freiheitliches sozialistisches System wenn ich es richtig sehe ist Ortega ähm, Igasset einer der nee nicht Ortega heißt er nicht mhm. Igasset das, das ist ein Literat Ortega ja. nicht nur ja. ein Kinderschänder sondern auch ein brutaler Diktator Venezuela ist in diese Richtung gegangen. Also, dummerweise warten wir seit, äh, seit der russischen Oktoberrevolution auf den freiheitlichen, sozialistischen Staat. Es gab einen Versuch, äh, Chile unter Allende, der von den USA ja, durch Unterstützung genau. des äh, aber, äh, Militärputsches gestoppt wurde. Genau, das mhm. war aber ein sozialdemokratischer, denke ich, und äh, der sozialistische Staat der sozialistische Staat, der nicht die demokratischen Checks and Balances hatte, den habe ich wie gesagt bisher auf dieser Welt leider noch ja, nicht. Ja, vielleicht kann. ist das aber wäre das die Verbindung äh, ein linkssozialdemokratisches... Ich meine Sozialdemokratie. Die die, ja, die SPD spricht ja auch vom demokratischen Sozialismus in ihrer Vorstellung. Dieser Versuch in, in Chile wurde, muss man protokollarisch einfach genau. feststellen, durch die USA verhindert. Genau, und deswegen hm. weiß niemand von uns, äh, ob Chile nicht ja. zum Nicaragua geworden wäre, also äh, müßig darüber zu diskutieren. Ja. Klar ist, es hat keinen demokratischen, sozialistischen hm. Staat gegeben. Mit Freiheit. Ja. Äh, einige Fragen noch zu deiner Person und dann sind wir auch fertig. Ismail04. Ähm, kurze Frage zu den Grünen. Wie findest du deine Partei heute so? Och, sie schlägt sich wacker. <laughs> ähm, derselbe fragt: Wie findest du die Arbeit von Baerbock und Habeck im Ukraine-Konflikt? Reicht dir das? Äh, bei Habeck würde ich mir wünschen, dass er in Bargo-Fragen stärker nach vorne geht. Ich sehe aber auch das Dilemma. Dass er auszupendeln hat, nämlich eine gigantische Abhängigkeit von Russland in Energiefragen. Und vor der haben wir Grünen immer gewarnt. Und mhm. das ist wirklich ein Problem, dass sozusagen Habeck jetzt derjenige ist, der da aufräumen muss. Trotzdem denke ich, ein äh, Embargo jetzt als kurzer, harter Schnitt und das bestätigen russische Ökonomen. Könnte dazu führen, dass dieser Krieg massiv verkürzt würde mit einer Niederlage Putins. Und das wäre ein Segen für uns alle, auch für unsere Ökonomie. Um KFC, glaubst du, dass Baerbock's liberale Außenpolitik bei Despoten wie Putin funktioniert? Baerbock's liberale Außenpolitik. Also. Annalena Baerbock versucht, eine Außenpolitik zu machen, die äh, dem internationalen Recht und Regeln entspricht. Mhm. Liberal, weiß ich dann, wenn man sagt, Demokratie ist liberal, aber das ist eigentlich nicht immer das Gleiche. Also zumindest eine schwierige Debatte, ob Demokratie immer liberal sein muss. Um, diverse, also mehrere haben gefragt, deine Meinung zu Steinmeier, der derzeit in der Ukraine unerwünscht ist? Ja, ich habe es, also Steinmeier ist ein Architekt von Nord Stream 1 ja. und ein Verfechter von Nord Stream 2 gewesen. Das heißt, diese Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben und... Die Inkaufnahme der Schwächung der Ukraine er hat Steinmeier mit zu verantworten. Und es wäre gut, wenn er sich dazu vielleicht doch noch mal genauer verhalten würde. Hat er, glaube ich, in den letzten er hat Tagen hat gesagt, es haben gemacht. viele Ja, aber auch, also Fehler er hat gemacht, sich explizit, er hat auch explizit, zum 2. ja, auch zu Nord 2. Also da hat er schon wenigstens ein Stück weit, ähm, auch gesagt, ich war nicht der Einzige, aber ich war einer ja. von denen. Und das, das ist, Problem ist ja. nur, dass der Preis so wahnsinnig hoch ist. Dann ähm, vorletzte Frage. <laughs> Einige meinten, ja, diese ehemalige Maoistin, jetzt ist sie auf dem rechten Rand gelandet. Warst du jemals Maoistin in deiner Nein. Studentenzeit? Nee. Nein. Sondern sondern ich bin aufgewachsen in der evangelischen Jugendarbeit. Ich glaube, die hat mich am allermeisten geprägt. Mhm. Damals mit äh, sehr fortschrittlichen Plädoyer für die Ostpolitik von Willy Brandt. Und dann bin ich im sozialdemokratischen Hochschulbund gewesen als Studentin und habe einen Schnupperkurs bei Trotzkisten gemacht in Heidelberg im mhm. Studium Generale weil ich dachte, dass Trotzki anders als Stalin für freiheitlichen Sozialismus gestanden hätte. Das, glaube ich, lässt sich heute nicht aufrechterhalten. Der Maoist in eurer Familie ist sein Mann, der ehemalige Maoist. Ne? Äh, Ralf Hüchs hat eine Vergangenheit beim KBW. Ähm, so, die allerletzte Frage von Simon. Äh, warst du persönlich schon mal Ziel von Desinformationskampagnen? Autokratischer Regimes? Na, also ich bin, das, bin der erst, das erste Büro gewesen, das gehackt worden ist im Frühjahr 2014, also im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Äh, Büro meint in dem Zusammenhang Bundestagsbüro? Bundestagsbüro, Bundestagsbüro ja. und zwar wie dann äh, erst äh, sehr viel später, zwei Jahre später äh, bekannt geworden ist durch APT 28, APT 29. Fancy Bear und Cozy Bear, mhm. das sind zwei Hackergruppen des russischen Auslandsgeheimdienstes, die übrigens auch die Clinton-Kampagne gehackt haben. Mhm. Und dann doch eine Frage hatte ich noch vergessen, möchte ich stellen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber wurde gefragt: Bist du der Meinung, dass syrische, äh, nein, dass, dass ukrainische Flüchtlinge und Kriegsflüchtlinge aus anderen Ländern derzeit gleichermaßen in Deutschland behandelt werden oder gibt es da Unterschiede also rechtlich werden sie gleichermaßen behandelt es geht um subsidiären ja. Schutz ich glaube dass tatsächlich der Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge die hier ankommen mehr Sympathie hat Ist das, richtig? das bitte. Ist das richtig so? Es ist nicht richtig. Du warst wenn mal man Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung. Wenn, genau, ich beschreibe etwas, ja. was ich wahrnehme als äh, in der Bevölkerung. Das mhm. ist nicht etwas, was ich gutheiße. Jedes Individuum und jedes Kind hat, äh, sagen, wenn es Kriegserfahrungen hat, wenn es flüchten muss, hat die gleichen Gefühle und damit den gleichen Anspruch auf die gleiche. Wahrnehmung von uns und die auf gleiche Aufnahme. So, Das ist wohl, glaube ich, außer Frage. Ich habe gesprochen darüber, über die Wahrnehmung mhm. unserer Bevölkerung und ähm, so wie es ähm, mich anders beeindruckt, wenn in meiner Nachbarschaft ähm, ein katastrophales Ereignis, also in meiner Straße, geschieht. Ja. Ja, ähm, glaube ich, gehört es ein Stück zur Natur des Menschen, das, was näher ist, auch anders zu empfinden als das, was sehr viel weiter weg ist. Ähm, was hinzukommt, ist, dass die ukrainischen Flüchtlinge derzeit überwiegend Frauen und Kinder sind. Die Männer dürfen ja das Land nicht verlassen. Und das führt auch zu anderen Emotionen, als wenn äh, sehr, sehr viele junge Männer kommen. Und das sind sehr mhm. unterschiedliche... Bilder, die damit entstehen und erzeugt werden. Darf ich ähm, eine von mir aus persönliche letzte Frage stellen? Wenn ich es richtig sehe, trägst du um den Hals als Anhänger einen Davidstern, ist das so? Das ist so. Welche Bedeutung Magen, hat der David? Der hat für ja. mich eine große Bedeutung. Ähm, für mich ist mein politisches Leben äh, die Verpflichtung gegenüber der Verhinderung der Shoah. Und ich habe jüdische Enkelkinder. Marie, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten, ähm, deine sehr entschiedene Position. Klarheit ist immer gut, egal ob man die Position teilt oder nicht. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung, ohne die es dieses Format, wie ihr wisst, nicht geben wird. Äh, Im Abspann seht ihr, wer im vergangenen Monat da besonders aktiv gewesen ist. Tschüss. <laughs>